Aus der Pfalz das Weingut Knipser. Und das ist eine absolute Koryphäe. Hier steht der Junior, hätte ich fast gesagt. Du hast noch einen Bruder, hallo. Ja, hallo. Du bist der? Volker Knipser, hallo. Volker Knipser, ja, wir sind zusammen mit Frank Röder, Master of Wine. 1. März, muss man sagen, 2022. Heute ist Fastnachtsdienstag. Ist das hier eine Fastnachtsregion? Ja, so durchmischt. Hier gibt es schon eine gewisse Fastnachtskultur auf jeden Fall, aber wir sind nicht alle verrückt, ja. Das Weingut Knipser, Fastnachtsverrückt, meine ich. Du bist ein lustiger Typ, muss man sagen. Ihr habt viel mit Endkunden zu tun. Ja. wir haben viel mit Endkunden zu tun. Was heißt mit Endkunden? Uns gäbe es nicht, wenn wir nicht unsere Weintrinker hätten, die unseren Wein schätzen. Und wir haben seit Jahrzehnten, zeigen wir unsere Weine gerne und haben auch einen großen Kreis von Kunden, die unsere Weine auch schätzen. Ja. Wie gesagt, uns gäbe es nicht, wenn wir unsere Weinkunden nicht hätten. Mich auch, ja. Wir sind in der Nähe von Grünstadt. Stimmt das noch? In Laumersheim sind ja. Wir, genau. In der Nähe von Grünstadt, ja, großräumig. Ja, die meisten kennen ja Grünstadt von der Autobahnabfahrt, die da ist, meist nur zum Tanken und um sich Fastfood irgendwie reinzuschieben. Aber da gibt es viel mehr. Das hier ist ein ganz tolles Weingebiet. Das ist ein ganz tolles Weingebiet. Wir sind, früher waren wir die Unterhart, ja, die nördliche Mittelhart heißt es heute. Wir sind geprägt von Kalkstein-Untergründen und sandigen Untergründen, aber der Kalkstein ist eigentlich das Besondere. Und wir haben hier Lössauflage. Löss ist ein Windsediment, das ist angeweht vor Jahrzehntausenden. Und Löss ist ein sehr fruchtbarer Boden, dadurch, dass er sehr feinerdereich ist. Und er gibt den Wurzeln, egal welchen, leicht Mineralstoffe mit. Und jetzt, um wieder auf den Wein zu kommen, die Mineralstoffe sind die Gegenspieler zur Säure. Das heißt, bei uns sind die Säuren immer sehr schön eingebaut, wobei ich ein Fan bin von Säure, von Spannung, von Spiel, von Nachhaltigkeit, von Fülle. Also wir sind hier weinmäßig sehr gut aufgestellt. Ich fühle mich sehr wohl hier. Wir können Riesling produzieren, Spätburgunder, also Rotwein, Weißwein, das geht alles sehr gut. Und kann hier sehr charaktervoll werden. Ich bin mal sehr gespannt. Du hast mir erzählt, du hast ein kleines bisschen Wein, hast du heute schon getrunken? Ja, so ein Beruhigungsschluck vor dieser Fernsehaufnahme hier. Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, man merkt es nicht so arg. Ja, ich denke, so ein paar Minuten, Frank, oder? Dann ja, ist das weg. Also, wir gehen mal rein. Du warst schon oft hier? Ja, ich war schon sehr oft hier und er ist schon ziemlich locker. Also, mach dir keine Gedanken. Warte, ich lass mal ganz kurz mal den Raum mal auf mich wirken. Ist das ein altes Gebäude hier? Das ist ein altes Gebäude, das ist eine alte Scheune, die wir umgebaut haben. Da ist jetzt oben unser Büro und hier Treppenaufgang dahin. Der Eingangsraum, jetzt hier Corona-gerecht gestaltet. Das war vorher nett vor Corona. Und hier der Verkostungsraum, das haben wir vor ungefähr 10 Jahren umgebaut. Davor hatten wir auf der anderen Seite vom Anwesen einen Verkostungsraum, der ein bisschen in die Jahre gekommen war, der vom Vater noch war, der wartet noch auf Renovierung. Da kommen wir irgendwann hin. Ja, jetzt ist es halt hier so ein bisschen moderner und ein bisschen... Hast du schön gemacht mit den Steinen hier, den Natursteinen? Ja, die Steine, die waren natürlich klar, wir haben das gelassen. Oben war das Mauerwerk ein bisschen durchwachsener, da haben wir es verputzt. Da waren also Kalksandsteine und Natursandsteine und das untere Teil haben wir halt freigelassen. Ja, ihr habt eine wunderschöne Skulptur vor der Tür. Da gibt es auch eine Beschreibung für. Ist das Thema Kunst, wenn ich mir die Lampen schon mal anschaue, die gibt es wahrscheinlich nicht im Katalog von der Stange, oder? Oder doch? Wenn man den richtigen Katalog hat, schon. Echt? Die gibt's? Sag ich jetzt mal so. Also wir haben sie auch gekauft, wir haben sie nicht erfunden. Das ist alles schön hier. Huber und Huber, kann ich nur sagen. Die haben sie aus Bitburg. Genau. Die haben sie uns verkauft und haben uns auch beraten da in der Gestaltung. Das ist großes Kino, also ich finde es ganz toll hier. Dankeschön. Du bist zum ersten Mal hier, gell? Ich bin zum ersten Mal hier, ja. Jetzt das erste Mal, aber es ist ja auch so, dass das Thema... Von der Mosel. Ja, muss man auch dazu sagen. Was ist so, ich sag mal, du bist ja aus einer Winzerfamilie, die wievielte Generation hat? Also die Familie geht zurück bis Adam und Eva. Ja. Allerdings nicht mit Weinbau. Also da verliert sich dann irgendwie im Dunkel. Was wir überschauen, die kommt aus Südtirol. Unser Familienwappen ist von dort. Also hier kann man es sehen. 1582 verliehen einem Gaudenz Knipser. Der war Stadtbaumeister in Meran.
Die Familie ist dann ausgewandert, war erst in Bockenheim und ein Knipser hat 1800 Mitte hierher geheiratet und die haben diesen Betrieb übernommen vom damaligen Dorfpfarrer, der nach England ausgewandert ist. Also es waren bewegte Zeiten. Und ja, die Vorfahren haben hier Ackerbau, Obstbau, Weinbau gemacht, was man halt in der Zeit so als Landwirt gemacht hat. Und mein Vater hat so umgestellt, hat alle landwirtschaftlichen Bereiche abgeschafft, bis auf Obstbau und Weinbau und hat 47 mit der Flaschenwein, hat die ersten Flaschenweine abgefüllt. Ja. Also die 47, 1947? 1947, also die Flaschenweingeschichte ist nicht Jahrhunderte alt, aber man muss da auch sehen, seit wann gibt es Flaschenweine, seit es industrielle Flaschenproduktion gibt. Also wenn man weiter zurückgeht, war das eh nicht üblich oder beziehungsweise war gar nicht möglich, da hat man den Wein fassweise verkauft. Aber ich sage noch, wenn man das Historische so ein bisschen betrachten will, Laumersheim ist sehr früh urkundlich mit Weinbergen erwähnt. Und soll ich das nehmen, oder? Nee. Okay, alles gut. Es ist sehr früh urkundlich erwähnt. Und 700 noch was, ja, steht, gibt es eine Urkunde in Speyer, das ist, hat Laumersheim schon Weinberge. Also die haben das schon früher hier gemacht und das funktioniert schon ziemlich lange. Und ja, die Flaschenweinvermarktung, die hat am Anfang auch, war ein bisschen holperig, klar, Nachkriegszeit, die mussten auf die Beine kommen. Also, ja, ist... Das ist Story. Ist die Story, ja. Krass. Oder ein Teil der Story. Was ich toll finde, ist, ihr seid ja hier Touri-Region schon ein bisschen, das heißt, die Leute kommen hier, fahren hier von einem Weingut zum anderen, aber nicht so wie in Bad Dürkheim zum Beispiel. Also Touri-Region sind wir eigentlich unter einem, ja, vielleicht wegen des Weins, ja, es gibt noch mehr gute Weingüter hier. Und man kann schon hierher fahren, kann sagen, wir machen uns ein schönes Wochenende, wir gehen was Schönes essen, man kann hier gut übernachten. Und es gibt, wie gesagt, hier einige sehr gute Betriebe, die das zeigen, was man hier schaffen kann mit den natürlichen Bedingungen. Kann man gut aushalten hier, ja. Das heißt, man kann auch hier, hat man die Möglichkeit, auch hier zu übernachten? Ist das möglich? Gibt es hier viele Hotels? Ja, muss man ein bisschen gucken und sollte auch nicht zu spät gucken, weil vieles ist ausgebucht. Ich bin selbst manchmal erstaunt, wenn man schnell ein Zimmer organisieren will für einen Freund oder für einen Bekannten, wie schwierig das manchmal sein kann. Also ich würde es auf jeden Fall planen, auch die Gastronomiebesuche, sage ich aus leidvoller Erfahrung. Ich bin eher reservieren. Ein Spontaner, ja. Bin jetzt gerade am Wochenende wieder baden gegangen. Ja, wir sind irgendwo gelandet, aber da wollten wir gar nicht hin. Baden-Baden, oder? Nee, das war dann in Worms, ja. Aber gut, ich stelle euch mal gerade nebeneinander. Ich filme euch mal gerade zusammen. Ja. Die Frage aller Fragen, wie in Gottes Namen hast du ihn kennengelernt? Also, die Welt ist ein Dorf. Die Welt ist ein Dorf, vor allen Dingen in der Palz, gell? Nee, das Weingut Knipser war schon berühmt, bevor ich hier Kunde wurde. Bevor du Master of Wine wurdest. Das sowieso. Ja. Und wir haben die Weine kennen und schätzen gelernt. Und die Knipsers produzieren als eines der wenigen VDP-Weingüter in Deutschland, sind die berühmt für sowohl Rotwein wie Weißwein. Also viele deutsche VDP-Betriebe können entweder das eine besonders gut und sind deswegen berühmt oder das andere. Und aber die Knipsers, die können beides. Das sind die natürlichen Gegebenheiten hier. Ja? Das bietet einfach viele Möglichkeiten. Motto ist Kraft und Eleganz, das können wir hier sehr gut. Ja? Wir können mit weniger Körper elegante Weine machen und wir können sehr opulente Weine machen, was dem Rotwein eher entgegenkommt oder im komplexen Chardonnay oder auch im komplexen Riesling. Und wir können auch diese leichten, frischen machen. Also das ist auch der schöne Weg, den wir gegangen sind, das auszutesten, wo man hinkommen kann mit ein bisschen Orientierung, mit Versuch. Mein Bruder hat sich sehr viel um Pflanzmaterial gekümmert. Da sind wir vielleicht auch mal eine gute Position. Also in unseren Weinbergen stehen sehr gutes Rebmaterial auf einem sehr guten Grund. Und dann müssen wir noch gute, adäquate Arbeit machen und Glück haben natürlich auch. Das Wetter macht jedes Jahr was anderes. Und die Entscheidung trifft man immer von vornherein und hinterher weiß man, ob es richtig war im Rückblick. Aber wenn man die richtigen Weichen stellt, wird es eigentlich nie verkehrt, sondern es wird vielleicht anders als geplant, aber es kommt immer was raus.
Für mich ist Charakter ein wichtiges Wort beim Wein. Wein muss Charakter haben, das heißt Eigenart. Der kann leicht sein, spritzig, süffig, komplex, reif, jung. Nur kann es nicht der gleiche Wein sein. Also die unterschiedlichen Charaktere, die trinkt man auch zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Und da ist eigentlich noch nicht viel schiefgegangen, wenn ich das mal im Rückblick so sagen darf. Ja. Seit 1500, nee, wie war's? Nee, so lange nicht, so lange kann ich es nicht überblicken, aber so seit wann überblick ich es? Naja, überblicken. Aber miterleben seit den 70er Jahren erlebe ich es mit. Ja. Darf ich da mal hochgehen, die Treppe hoch? Ja. Weil da ist nämlich eben Folgendes passiert, als du am Anfang uns ein bisschen was erzählt hast über das Weingut, hat eine nette junge Dame zum Fenster rausgeschaut und hat gelacht. Ah. Du weißt, wer das ist? Es gibt mehrere nette junge Damen, die es sein könnten. Das war da, das haben wir zwar jetzt nicht geplant, aber ihr habt so ein tolles Gebäude, ihr habt das so klasse ausgebaut. Ich glaube, das ist die persönliche Neugier da hier. Hier die Deckenhöhe, der Hammer. Also das ist toll geworden. Das ist die Scheune halt. Ja. Ja, die Deckenhöhe war die Scheune. So, und das ist oben hier, in diesem Büro war es, durch dieses Fenster durch ist das passiert. Ist das dein Büro? Das ist unser aller Büro, ja. Bitte. Komm, wir gehen mal hoch, dass wir das Ganze mal sehen. Dass wir hier mal schauen. Hallo. Geht's euch gut? Hallo. Sie ist schon ganz begeistert, die Kamera kommt. Ja, ein Traum für alle Frauen. Ihr habt es wirklich schön hier. Ja. Das ist so. Ist das ein Problem im Sommer hier oder habt ihr Klimaanlage? Die Damen hätten gerne eine Klimaanlage, wir haben keine und ich kriege jetzt gerade schon wieder auf die Füße getreten. Wir müssen was machen. Ja, es wird, im Sommer gibt es schon ein paar heiße Tage hier. Ja. Ja. Ihr habt wirklich ein Händchen für Inneneinrichtung, muss ich sagen. Also ihr habt, man kann es auch schlimmer machen, aber ihr habt viel Licht, ihr habt das Gebäude, überall Kunst habt ihr. Ja, nee, warum soll man es sich hässlich machen, wenn es auch schön geht? Das ist schön. Also nur mal, dass wir mal einen Blick reinwerfen. Und hier unten, was hat er gemacht? Hat die Lampe angemacht? Die Lampe angemacht, ja. Wir hatten den Lichtschalter vergessen und deswegen müssen wir immer so einen Stock nehmen. Es ist entweder schön oder funktionell, oder? So ist es. Ja, also an den Lichtschalter hatte man nicht gedacht. Abends schlägt er dann nochmal drauf, dann geht's aus. So, die Frauen waren eben da. Was haben die Männer zu tun hier unten? Die schaffen. Okay. Ja. Verkaufen Wein. Wir schaffen hier. Es ist schon so. Sehr schön. Komm, wir gehen mal runter. Das ist so ein Weingut zu führen. Frank, wir waren ja gerade eben in einem ganz tollen Weingut. Das hat gesagt, einen schönen Gruß dem... Bitte? Dem Vornamen, sag nochmal den Vornamen. Volker. Dem Volker. Volker. Wir sollen dich herzlich grüßen. Von wem? Ach so, vom Uli. Ah, vom Metzger. Uli. Ah, vom Uli. Ach, ihr wart beim Uli. Ja. Wir waren beim Uli, ja. Schön, Uli, hallo. Haben Sie eben gesagt. Nee, als wir dann erzählt haben, wir kommen zu dir, hat er gesagt, also ein ganz tolles... Schöne Gruß. Weingut anders, hat der Frank gesagt. Da habe ich gemeint, sind die so ähnlich? Der Uli hat gesagt, nee, sie sind richtig toll, aber anders. Ja. Das unterschreibe ich dir. Ja, 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 natürlich ist es anders. Warte mal. Wir sind noch nicht fertig. Komm, wir gehen mal runter. Du hast mir erzählt, du hast so Schätzchen, wir können mal zu den Fässern gehen. Ja, genau, das machen wir jetzt. Wir können aber auch hier bleiben und können hier was probieren. Also da liegt der neue Jahrgang, da kann man mal reinschauen, ja, oder wir können mal ein bisschen was probieren. Gerne. Können wir machen, ja. Ja, sollen wir das tun zu den Fässern? Gerne. So, dann geh mal vor. Gut, dann kannst du ausmachen. Kann ich ausmachen? Kurzer Cut. Wow. Das ist ja alles ebenerdig. Ja, wir haben hier Grundwasser gehabt bei, ich sag mal, 1,50 Meter oder so. Es gibt hier im unteren Teil vom Ort keine tiefen Keller. Wir haben hier so seitlich, den kann man jetzt nicht sehen, können wir vielleicht nachher nochmal reingucken, einen, der ist so 80 cm tief, da lagen auch unsere Fässer. Und als wir neu gebaut haben, haben wir das alles ebenerdig gemacht, weil der Aufwand, da in die Tiefe zu gehen, war uns zu groß, also hier in der geschlossenen Bebauung sowieso und da in unserem neuen Keller auch. Das Ding haben wir hier 84 zum ersten Mal benutzt und dann wurde es aber mit den vielen Fässern, die wir brauchten für den Rotweinanteil, der immer größer geworden ist, war das hier ein bisschen zu klein geworden, obwohl es jetzt groß aussieht. Und da haben wir jetzt Versandlager. Wahnsinn, der geht in die ganze Welt? Nee, vor allem nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, in Europa gibt es genug Menschen, mit denen man gut reden kann und die Sinn haben für Wein.
Die restliche Welt wenig, ja. Also man muss sich irgendwie ein bisschen konzentrieren. Und wir haben jetzt zwar eine große Rebfläche, aber so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, ihr habt ein ganz tolles System zum Stapeln von Weinkisten. Ist das überall so bei allen Weingütern, dass sie die genauso stapeln wie hier? Also zwei längs, ein quer? Ja, das kommt auf die Kartongröße an. Und das hier sind alles Sechserkartons. Es sieht halt aus wie Kunst. Zwölferkartons, die stehend gelagert werden. Also es ist überall anders. Also der Zweck ist aber dabei, es wird natürlich dass sie verzahnt sind. Ja? Dass ja, sie nicht, wenn man sie jetzt alle übereinander setzen würde, dann wären sie halt kippanfällig. Und so sind sie ein bisschen verzahnt. Es war jetzt nicht die Ästhetik in erster Linie, sondern mehr... Weil hier bei euch ist alles ästhetisch. Ich denke mal, es hat irgendeinen Grund, ob es eine Lampe ist oder irgendwas anderes. Schwarze Kartons, was können die? Ja, das ist jetzt so einer unserer Spitzenweine, sag ich. Das ist unser Cuvée X. Und Cuvée X, das muss man aus der Zeit auch sehen. Wir haben in den 80er Jahren angefangen oder probiert. Da waren wir auch sehr stark an den französischen Rebsorten interessiert und haben da Cabernet Sauvignon, weil uns die Weine aus dieser Rebsorte sehr gut gefallen haben. Haben wir mal zwischen den Spätburgundermalen ein paar Stöcke gepflanzt und mal geguckt, ob der überhaupt reif wird. Und der erste Ausbau war in der Salatschüssel, das waren so, was weiß ich, 3 Kilo und der hat super geschmeckt. Und das war so die die Ermutigung für den nächsten Schritt. Da haben wir einen Versuch beantragt, dann hatten wir 1000 Stock. Aber ihr habt einen Versuch beantragt, man muss es beantragen. Ja, das ist zwar, Cabernet Sauvignon ist natürlich eine klassische europäische Rebsorte, aber in der Pfalz war sie halt nicht auf der Sortenliste. Also man darf nur das anbauen, was auf der Sortenliste ist? Nur, man darf nur das anbauen, was empfohlen ist. Und da hat sich halt in vorheriger Zeit keiner für interessiert. Deswegen, als der Finger gestreckt werden musste, für was man sich interessiert und was auf die Sortenliste soll, war keiner da, der das für Cabernet gemacht hat. Also wird es behandelt wie eine unbekannte Rebsorte. Und deswegen muss man einen Versuch beantragen. Das heißt, da muss man 1000 Stöcke. Da wird letztendlich die Weinbranche auch dafür vor Dummheiten geschützt. Wobei, die Dummheiten trägt man ja... Achso, die Kosten trägt man selbst. Die Kosten, die trägt man ja sowieso selbst. Ja gut, aber man wollte vielleicht ein Profil oder das hat seinen Sinn. Genau, und die wurden sehr schön reif und dann haben wir noch in diesem Schwung dann, weil wir so ermutigt waren, Merlot gepflanzt, Cabernet Franc gepflanzt, Syrah gepflanzt, Sauvignon Blanc gepflanzt. Das war alles so in den Anfang der 90er Jahre war das dann. Und das Ziel war schon immer, dieses Bordeaux-Cuvée zu machen aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Und das war auch ein Stolz für uns, dieser Wein. Und deswegen hat er auch nochmal ein anderes Etikett, weil er auch aus einer anderen Weinwelt kommt. Und das hat sich bis heute, das ist ein ganz wichtiger Wein auch bei uns im Verkauf. Ich krieg schon Angst, wenn der Frank gleich probiert, denn er hat eben schon Gänsehaut bekommen bei einem anderen Weingut, das auch gesagt hat, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der hier aus Deutschland käme, er würde ihn niemals in Deutschland verorten. Würdest du das auch sagen? Also ich finde, wir haben jetzt schon gelernt, was wir in Deutschland besonders gut können. Und wir können in Deutschland das Thema, was ich vorhin gesagt habe, oder das Schlagwort, charaktervolle Weine. Darum geht's. Wenn man charaktervolle Weine erzeugt, dann wird man von Weintrinkern in der ganzen Welt wahrgenommen mit Respekt. Wenn man dünne Weine macht, aus Massenerträgen, sage ich jetzt mal nur als Beispiel, und den Mangel an Geschmack mit Süße ausgleicht und sich da irgendwas zurechtbastelt, wird man weniger stark oder weniger gut wahrgenommen. Das ist jetzt ein bisschen eine Verkürzung. Man muss das nicht isoliert sehen, aber wir haben ja diese Geschichte auch gehabt. Aber das ist auch verbunden mit unserer politischen Geschichte und mit unserer Wohlstandsgeschichte. Wir machen einen kleinen Schnitt. Ich formuliere mich gerade. Wir können in Deutschland charaktervolle Weine erzeugen, um die uns die Welt beneiden kann. So, ein klassisches Etikett. Wir gehen ja gleich mal an die Weinfässer ran, die wir sehen. Aber das ist auch von den Etiketten her doch sehr, ich sag mal, konservativ, so ein kleines bisschen. Aber ich würde nicht sagen konservativ, sondern traditionell. Traditionell, das ist gut. Das Weingut hat halt nun mal eine lange Geschichte und das Wappen ist auch hat auch einen hohen Wiedererkennungswert. Und man weiß schon aus 10 Meter Entfernung, da im Regal steht Knipser.
Ja, oder genau, da Restaurant-Tisch wird Knipser getrunken. Das erkennt toll. Man schon. Das Etikett haben wir jetzt mal von der Anmutung, sagt man, glaube ich, seit 75. Ja. Früher stand hier unten noch der technische Kram, der jetzt hier neben steht. Also das haben wir umgestaltet, aber dieses Erscheinungsbild haben wir seit 75 und vorher war es halt ein bisschen bunter, aber im Prinzip auch so. Die Schrift war gotisch, war ein bisschen anders, aber ja, Tradition, da habe ich sowieso gutes Verhältnis. Tradition ist immer etwas, was sich bewährt. Deswegen macht man es immer wieder und deswegen sagt man, oh, das ist Tradition. Also das ist kein angestaubter Begriff für mich, sondern etwas Lebendiges und etwas, was Vernünftiges. Ja? Also wenn was gut ist, warum soll man das ändern? Warum soll man sich ständig in Neues begeben und ständig Unsicherheit erfahren? Wenn man was sicher weiß, macht man das wieder. Und das wäre Tradition. Ist auch viele ändern einfach was, weil man irgendwas ändern muss. Das muss man nicht, wenn es gut ist. Das nennt man dann erstmal Mode. Und wenn die Mode gut ist und dauerhaft, dann wird sie irgendwann zur Tradition. Also nicht gegen Neues, um Gottes Willen. Aber also ich weiß noch, als diese schönen Etiketten aufkamen aus Italien in den 80er Jahren, da habe ich gedacht, oh, guck wieder, die Italiener, Wahnsinn, und die Deutschen sind wieder so altgebacken, wir brauchen auch sowas. Aber die Umsetzung ließ dann irgendwie, das ging nicht so vorwärts. Und ja, irgendwann waren andere dann schneller, die hatten dann tolle Etiketten und ich habe gedacht, Mensch, hast du wieder verpennt, die ganze Entwicklung. Wenn man dann die Weine probiert hat, konnte man eigentlich sagen, je toller das Etikett, desto schofler der Inhalt. Und dann habe ich gedacht, hier ist doch ganz gut, dass wir da nicht gleich draufgesprungen sind. Frank. Ja, gehen wir mal zu den Fässern. Ja, vorwärts. Ich habe schon einen super Weitwinkel drauf, aber sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ihr habt eben das Wort Italien erwähnt. Ich ahne Schlimmstes, wenn wir reingehen. Wieso? Es sieht so weitläufig aus, als könnte es irgendwo in Rom sein. Nee, ganz so weit ist es nicht. ja, wenn man baut, wir haben das Glück gehabt, dass wir das Grundstück bekommen konnten. Und da vorne war es zu eng und als wir gebaut haben, haben wir gesagt, wir wollen das großzügig, dass man alle Arbeiten, die man machen muss und will, dass man die auch machen kann, ohne dass man sich groß Gedanken machen muss, ob man das jetzt und wann man das jetzt und wie und wo der Schlauch liegt. Ja. Also haben wir großzügig gebaut und Da kommt der Chef, komm mal da. Na? Hi Stefan. Ja, das ist der Hi. Stefan. Servus. Ja, hallo Stefan. Hi, servus. Das ist der Mann, servus, der die Weine macht. Echt, du bist der Motor im Betrieb eigentlich. Ja. Du siehst doch so jung aus. So jung aus? Ja. Das ist aber ein Kompliment, danke. Gerne. Der Sohn vom Werner. Ja, natürlich ist er jünger. Du stehst jetzt gerade so in der Sonne, deswegen. Ist auch nicht so schwer. Ich hab eben erwähnt, ihr habt vom Baustil, ist das schon extrem italienisch, mediterran hier? War eigentlich gar nicht so gedacht. Das war eher als Volk der Funktion. Bau gedacht, ja. Ja klar, Oliven, Pfalz, ja, das passt. Das nächste Projekt, Olivenöl. Ich darf noch mal einmal kurz vor die Tür gehen, denn ihr habt das nicht nur hier, ihr habt Palmen, ihr habt Pflanzen, das sieht aus so ein bisschen. Oder täusche ich mich da, dass das so ein kleines bisschen italienisch sein darf? Naja, wir haben die hohen Fenster und das ist die Entsprechung. Und wenn wir jetzt so einen Kugelbaum dahin gepflanzt hätten, hätten wir kein Licht mehr innen gehabt. Also war einfach, passt ganz gut, oder? Also wenn wir gewusst hätten, dass ihr kommt heute, dann hätten wir noch ein bisschen geputzt. Ach so, umgepflanzt. Umgepflanzt. Also das ist das, was die machen, ist schon absolut praktisch jetzt, was ihr habt. Ihr habt hohe Tanks, das heißt, ihr braucht viel Höhe. Ja, wir können ja mal reingehen. Wir haben die Höhe hat sich eigentlich ergeben, dadurch, dass wir außen vier Boxen übereinander stellen wollten und dann braucht man eine Dachneigung und dann hat sich halt die Höhe ergeben. Und weil die Höhe so hoch war, haben wir hier nochmal eine Terrasse eingezogen. Da oben liegen jetzt Rotweintanks, die sind nur im Herbst in Betrieb. Das heißt, da oben tut sich eigentlich nur was während sechs Wochen im Herbst und dann ist da wieder Stille. Barrique. Ihr habt viele Fässer? Ja, Barrique ist bei uns wichtig. Auch seit den 80er Jahren arbeiten wir damit. Das Besondere am Barrique ist einmal, dass es ein Holzfass ist. Das ist vielleicht noch nicht so besonders. Es ist ein kleines Holzfass. Das bedeutet, es hat ein enges Verhältnis von Volumen zur Oberfläche. Oberfläche heißt, da kommt Sauerstoff zum Wein. Tatsache ist einfach, dass sich die Weine oder bestimmte Weine in diesen Fässern sehr gut entwickeln. Es ist aber auch nicht
der Behälter, um jeden Wein gut auszubauen. Also auch Edelstahl ist für andere Weine vielleicht die beste Wahl. Ja? Aber Holz ist für bestimmte Weine, die komplexeren, die man reifer trinkt, die man nicht jung trinkt, sehr schöne Sache. Das ist natürlich teuer, das heißt, es geht auch einiges verloren am Volumen, oder? Ja, klar, aber es kommt was Gutes raus und darum geht es ja, dass man gute Weine erzeugt, charaktervolle Weine, ja, habe ich jetzt schon 7-mal gesagt. Ja, absolut. Und das ist und man muss die Dinge auseinanderhalten. Es gibt nicht den einen besten Wein, der zu jeder Gelegenheit am besten ist, sondern es gibt einfach verschiedene Gelegenheiten. Dazu brauchen wir verschiedene Weine. Und jetzt ein Riesling-Kabinett, der hat seine Berechtigung und den baue ich vielleicht am besten im Edelstahl aus. Weil nirgendwo kriegt der so viel Frucht und hat so viel Eleganz und Spannung. Was ist denn das? Das ist eine Salami. Frank. Ich bin schon auf die Blutwurst angesprochen. Ist so. Ist immer Wurst im Keller. Ja. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist und das Radio mal ausmachst, dann kriegen wir auch Probleme mit der GEMA. Kati, genau. Das ist übrigens die Kati. Das ist die Kati. Hallo Kati. Ist ganz anders. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Du hörst kein Radio. Oder Spotify. Ja, immer zur Arbeit. Die Verantwortung im Keller. Ja. Du bist gerade was dabei? Du lässt irgendwas raus oder du spülst sie durch in das neue Fässer? Ja, mehr oder weniger Zweitbelegung. Okay. Ich habe jetzt den Chardonnay rausgeholt und eben die Fässer sauber gemacht. Okay. Ja, genau. So, ich habe eben schon gesagt, immer mehr Frauen im Weinbau. sieht man, was hat dich bewegt, hierher zu kommen? Bist du Teil der Familie? Nee, ich bin kein Teil der Familie. Ah. Fast, ja. Wir haben daheim Landwirtschaft und auch Weinberge und das hat mich halt schon immer interessiert. Und dann hatte ich eben ja, mit der Ausbildung angefangen und mit dem dualen Studium. Und hast du ein Studium gemacht? Genau, ja. Als was? Was Bachelor? Weinbau und Önologie nennt sich das. Okay, ja. Toll. Ja, das Ganze ist sehr viel Arbeit, auch Handarbeit. Hält das fit? Auf jeden Fall. Brauchst du Fitnessstudio noch? Auf jeden Fall, ja. Nee, Fitnessstudio braucht man da nicht mehr, absolut nicht. Okay, nee. So. Es wird auch gearbeitet das ganze Jahr, ist also kein Saisonthema, ne? Das ganze Jahr zu tun? Ja, im Herbst ist aber schon, genau, ja, deutlich mehr Arbeit. Aber man macht es ja gern. Man macht es gerne. Du wohnst hier in der Nähe, oder? Ja. Ja. Hier in einem Ort? Oder? Nee, in Großkarlbach. Okay. Ja, das ist eine ganz tolle Region und ich muss dazu sagen, der Volker, wir hatten am Anfang so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, weil er ist schon ein lustiger Typ, oder? Auf jeden Fall, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ist nicht so, nur der Volker, auch Stefan, Werner, wer auch immer. Ist das so Teil des Konzeptes? Heute ist ja Fastnachtsdienstag, aber ich meine, man muss ja ab und zu mal auch mal probieren, oder hier? Probieren? Ja klar, wir sind ständig dabei am Probieren. Gerade die Sachen haben wir jetzt heute Morgen probiert. Wie wir die verheiraten und was denn schon von der Hefe kommt, was noch im Fass bleiben kann. Das ist immer sehr spannend und ja, da geht's drum, weil am Schluss wird ja irgendwas auf die Flasche gefüllt, was richtig gut schmecken soll. Du hast auf Weinbau studiert, du nicht, aber du? Ja, ich habe eine Technikerausbildung gemacht, also nach dem Abi hat mich schon immer der praktische Teil gereizt. Aber das ist schon eine Zeit lang her, auch wenn ich noch so jung aussehe. Du warst aber nicht immer hier. Du bist wahrscheinlich durch die ganze Welt gereist, oder? Oh, ja, ich war schon sehr heimatverbunden, war aber in Südafrika, in Burgund und ja, immer mehrere Praktikas gemacht. Auch an der Mosel mal ein Jahr gearbeitet. Wo? Beim Uli Stein. Uli Stein? Ja, beim Uli Stein. Kennst du den? Der macht so Zeichnungen, der Uli Stein. Nee. Oder Fußballtorhüter, gibt auch noch einen. Aber der Uli Stein ist ein schräger Typ. In St. Aldegund sind die, der Uli und der Piet Stein. Und ja, ich denke, das gehört irgendwie für jeden Winzer irgendwie dazu, dass man den Steillagen-Weinbau so ein bisschen kennenlernt. Weil hier in der Pfalz ist er wirklich sehr komfortabel mit den Schleppern und den Direktzuglagen, dass man alles ja, relativ einfach bewirtschaften kann. Hast du das mitgeplant hier eigentlich, das Gebäude? Ja, das habe ich mitgeplant, genau. Das ist nicht ein Traum, das mal komplett von der Pike auf so zu machen, wie man es genau braucht? Genau, perfekt. Und Gott sei Dank ist der Grundwasserspiegel in Laumersheim relativ hoch. Das heißt, wir konnten nicht in den Keller, in den Boden rein, weil das Grundwasser eben relativ nah ansteht. Wenn man einen Spatenstich runtergeht, haben wir Wasser. Und deswegen haben wir es ein bisschen von der Grundfläche größer gemacht, können also alles mit Staplern und mit rollbarem Gerät erreichen und können also sehr rückenschonend arbeiten, ne? Was nicht immer so der Fall war.
Super. Deswegen. Was war denn das für ein Grund, dass die früher jetzt unten waren im Keller? Ist es die Temperatur gewesen? Die Temperatur, auf jeden Fall, klar. Und die gleichbleibende Temperatur, was ja für den Wein, für die Lagerung ideal ist. Jetzt müssen wir uns hier halt, gibt ja moderne Isolationsstoffe und wir haben einfach dickere Ziegelsteine genommen zum Mauern und deswegen ist die Temperatur hier relativ gleichbleibend immer und alles perfekt zu bearbeiten. So, der Volker ist wieder da. Ja. Der Volker hat mal Gläser geholt. Wo gehen wir denn zum ersten Mal hin? Jetzt? Am besten an ein Fass, wo man mit dem Schläuchelchen was Gescheites probieren können. Das habe ich noch nie gemacht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das ist das Schläuchelchen. Ganz einfach. Das Prinzip der Kommunizieren und Rühren. Ja. Hallo, ich grüße dich. Du bist der? Ich bin der Old. Hi. Der Werner. Der Werner. Der Old, hast du gesagt? Der Old. Okay. Das ist so. Der Elch. Der Oldie. So, ich folge dir mal, Volker. Ja. Du musst mit Kenner was probieren. Hopp, Kati. Das am Fastnachtsdienstag. Ja. Also normalerweise wird hier auch stark gefeiert. Ist es dieses Jahr etwas verhaltener? Also dieses Jahr, ich finde, es geht einfach, bei uns geht es irgendwie gerade so vorbei. Ja. Also nach Feiern ist uns irgendwie nett. Ich weiß nicht, Corona das eine. Das andere, was da in der Ukraine passiert, da kann man irgendwie auch nicht, wenn man da ins Nachdenken kommt, kann man nicht so richtig fröhlich sein. Nee, stimmt. Ja, ja, nee. So. Kommen wieder andere Zeiten. So ist es. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Du? Wir gehen da rechts. Oh, das ist riesig. Ja, das ist, also, das ist nicht das, was wir da in einem Jahr, also, was ich sagen will, es gibt hier Weine, die werden ausgebaut, manchmal 2 Jahre, 3 Jahre, meistens nicht 3 Jahre, meistens eher 2. Dann werden die abgefüllt und kommen erst 5 Jahre nach der Ernte in den Verkauf. Und dafür brauchen wir auch Platz, ganz einfach. Ja. Und ja, den haben wir uns halt gebaut. Ich bin total beeindruckt, Frank. Sag was. Gehen wir mal dahin, oder? Ja, da hinten in der Ecke sind die allerbesten, hinten links. Hinten links. Da haben wir noch Zuwachs gekommen, die Jelka. Ja. Die Hallo. Von der Party. Ich grüße dich herzlich. Dein Name noch? Jelka. Jelka, genau. Hallo. Die rechte Hand von der Kati, was ist deine Aufgabe hier? Alles, wofür die Kati keine Zeit hat. Ja. Beispiel? Eben habe ich die Fässer konserviert oben. Okay. Und sonst habe ich viele Fässer geputzt heute. Ich ziehe im Herbst zum Beispiel den Most vom Trub ab. Das sind so meine Aufgaben. Du hast auch studiert? Ich studiere quasi noch. Also auch duales Studium? Nee, ich habe in Geisenheim und Wien studiert und muss noch meine Masterarbeit schreiben. Jetzt eine Frage. Ihr studiert und putzt danach Fässer oder wie? Nicht nur. Es gehört aber dazu. Aber da seid ihr euch nicht zu schade für. Das, nee. Das muss man alles. Darf man auch nicht in dem Beruf, auf keinen Fall. Dann begreift man sie auch. Ja. In der Landwirtschaft ist es üblich, dass auch hinterher noch geschafft wird. Noch ein Studium. Genau, und Gott sei Dank wird viel geputzt. Ne? Sonst. Sehr schön, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Geh mal bitte vor, dass wir da mal schauen können, wo wir hingehen. Du hast gesagt, da vorne links sind die. Das ist nur mal ein Eindruck. Ja, ich meine, man kann jetzt klar natürlich nicht die Fässer da durchprobieren. Frank, das ist auch nicht deine Absicht. Nein. Sondern wir machen einfach mal einen Eindruck von 20er Spätburgunder zum Beispiel. Ja. Pinot. Ich stehe top drauf. Hört sich ja schon mal gut an. So, top. Kati, willst du ziehen? So, ziehen. Das bedeutet, du saugst? Die Probe ziehen, ja. Jetzt hätten wir da. Problem ist, dass man mit Glas nicht ins Fass kommt. So etwa mal so 20 Zentimeter ins Fass rein. Und irgendwie müssen wir ja drankommen an den guten Stoff. Und dann lassen wir hier mal laufen. Das ist jetzt von 2020 einer unserer besten Spätburgunder. Ja, oder warte mal, ich mache ein bisschen. Oder genau. Ich mache einfach ein bisschen mehr rein und dann können wir es aufteilen. Na, der ist schon schön hell. Ja. Die Rotweine brauchen also auch keine Filtration, nachdem sie hier im Fass gelagert sind. Der Trubteil, der setzt sich ab am Boden vom Fass hier. Mhm. Und den klaren Wein, den ziehen wir dann später einfach genauso mit etwas dickeren Schläuchen ab. Und dann wird er quasi küvettiert und in die Flasche gefüllt.
Ich habe gehört, dass das Fass auch ganz wichtig ist für den Geschmack später, der Hersteller sogar vom Fass. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Fass ist enorm wichtig. Also ohne das Holzfass entsteht kein guter Rotwein. Sauerstoff, normalerweise schädlich, aber hier Teil des Systems? Absolut, ja, absolut. Der Sauerstoff ist wichtig, um die Phenole richtig ausreifen zu lassen und dass der Rotwein sich richtig entwickeln kann. Na, ich darf nicht trinken, wenn ich will. Aber Frank, du riechst schon mal? Ja. Schnupperst? Riecht schon mal sehr vielversprechend. Klassisch Kirschfrucht, Hauch Erdbeer hinten dran, Röstaromen vom Holz kommen durch. Ja, so ein bisschen Zedernoten, Touch Vanille dabei. Noch ein bisschen Unruhe, ist ein junger Wein. Ne? 20er. Volker, du? Was schmeckst du? Ich schmecke sehr gute Gliederung, wunderbar vollmundig. Viel Frucht, viel Feinheit, viel Präzision, ein bisschen Unruhe noch mit dem, was die Kohlensäure da noch ist, die muss noch weg. Und da muss ich noch ein bisschen finden, aber das ist klasse Stoff. Wo ich dich gerade hier habe, ja. Nachdem zwei schon den Wein beschrieben haben. Schöne dunkle Früchte, Erdbeer jetzt eher nicht, aber schon Kirsche, ein bisschen Himbeer, ein bisschen Kokos vom Holz vielleicht, Vanille. Ja, am Gaumen sind die Tannine noch ein bisschen grün, aber das gibt sich bald mit der Zeit. Das gibt sich bald, okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter. Wann hat das angefangen, der hier in dem Wein? So mit 3-4 Jahren? Oder? Bei mir? Ich bin dass du gesagt hast, ich möchte kein Winzer werden? Ich bin Ostfriesin, also bei mir fing das erst mit 20 an. 20? Nee, wie fing das an? Wie bist du zum Wein gekommen? Ich habe erst Hotelmanagement in Holland studiert und wir hatten da einen Sensorikkurs und dann habe ich nach 2 Wochen abgebrochen und eine Winzerlehre angefangen. Echt? Wo? In Franken. In Franken? Ja, da kannte ich die schöne Pfalz noch nicht sonst. Ja. Und bei dir, wie hat es bei dir angefangen? Ja, wie gesagt, also daheim haben wir einen landwirtschaftlichen Betrieb, haben Weinberge und da bin ich eben drauf. Man muss ja da nicht bleiben, man kann ja dann auch Bankwirt werden oder so. Nee, auf keinen Fall, aber ich habe ein bisschen gebraucht, habe dann ein Praktikum gemacht und ja, habe mich wohlgefühlt direkt. Toll. Ja. Du wirst auch jederzeit wieder mal. Auf jeden Fall. Ja. So, dann erzähl mal, was hast du denn geschmeckt? Ich kann mich immer nur anschließen, Kirsche hauptsächlich, aber auch feine Himbeernoten. Ist noch ein bisschen ruppig von den Tanninen her, aber ja, wie gesagt, genau, es gibt sich. Und du bist zufrieden? So ein Rotwein, der braucht halt auch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Und deshalb werden die erst gut, wenn sie so 5 bis 10 Jahre alt sind, wenn sie von vornherein aus dem Material stammen. Was sehr dicht, sehr konzentriert daherkommt. Also nicht dicke Beere, sondern dünne und kleine Beere und dickschalig und so weiter und so fort. So Frank, ich bin etwas konzeptlos. Ich habe noch nie mit so vielen Leuten gedreht, aber es ist so, das ist doch ganz anders. Du ist genau wie du es beschrieben hast. Ja, das ist ein interessantes Weingut. Ja, wir sind hier in einem Spitzenbetrieb. Das darf man nicht vergessen. Und hier werden Weltklasse-Weine erzeugt. Ja. Ob das jetzt die großen Gewächse aus Spätburgunder sind oder im Cuvée X, ja, als sogenannte Bordeaux-Cuvée. Aber du siehst auch hier gibt es Tempranillo beispielsweise. Es gibt reinsortigen Syrah. Es gibt die Spielwiese, so viel zu der Tradition. Ja. Wir sind ganz arg Tradition verhaftet, aber wir haben auch Spielwiese. Ja. Also man muss das immer wieder neu beleben. Und was einem Spaß macht, muss man ausprobieren und meistens kommt was Gutes dabei raus. So ist die Erfahrung in der Vergangenheit gewesen. Hauptrebsorte im Betrieb ist Riesling und Spätburgunder. Immer noch? Immer noch, ja. Aber es gibt noch große andere Teile. So, was haben wir im Glas jetzt? Wieder ein Spätburgunder, nur eine andere Lage. Und da sieht man jetzt ganz deutlich, was das für einen Unterschied ausmacht. So? Ja, einfach ein Platz, der 500 Meter entfernt ist, eine andere Bodenstruktur hat, noch mehr Kalk, ältere Stöcke, anderes Pflanzgut, das allerbeste Pflanzgut, was es im Moment auf dem Markt zu bekommen gibt. Und der hat noch mal mehr Dichte, noch mehr Frische, noch mehr Frucht. Und ja, das könnte was richtig Gutes werden. Mehr Spannung. Mhm. Tiefer der, oder? Da kannst du ja. Das war auch groß, wunderbar. Das ist schon ein traumhafter Betrieb hier, oder? Du bist ja quasi Seiteneinsteiger sozusagen.
Ja, Quereinsteiger nennt man das auch, genau. Von der Familie her. Ihr wart nie Winzer. In Ostfriesland, nee, wir arbeiten noch mit dem Klimawandel dran, aber ich glaube, ich bleibe vorerst hier. Aus dem Burgund halt, direkt aus den allerbesten Lagen. Ja. Also hier riecht Motto, also habe ich auch schon gesagt, Kraft und Eleganz, ja. Und da freue ich mich ganz besonders, wie vollmundig, wie tief, wie unaufgeregt, profund der Wein ist, ja. Und trotzdem hat er, nicht trotzdem, er hat sehr viel Spiel, aber das ist keine Nervosität in dem Wein. Schade, dass du nichts probierst, dann könntest du das mal verstehen, was ich sage. Ja, also am besten mal probier den Wein, dann kann man am besten drüber reden oder am besten Verständnis erzeugen. Ich könnte ja mal einen kleinen Schluck trinken. Ja, ich habe aber gar kein Glas. Du hast kein Glas für mich. Ja, trinke ich. Warte mal. Ich mache das mal. Ich rieche erst mal dran. Hier fehlt einer. Hat vom neuen Grau. Mikro, Kamera und das Gläser. Phänomenal. Diese Fülle. Hätte ich jetzt mal den vorher riechen müssen und diesen. Ja? Diese tiefe, rote. Warte, ich muss dir unbedingt das Mikrofon hinhalten, sonst hört man dich nicht. Ja, das ist ein. Kann ich auch nicht wiederholen. Also diese Tiefe in diesem Wein, diese. Ja, ich habe schon alles gesagt, ja. Dieses Profunde, dieses Gelassene. Was trotzdem Spannung hat, das ist einfach großartig. Das ist ein großartiger Wein. Und da braucht man auch keine Erklärung für, da braucht man auch keine Worte für. Den muss man nur in den Mund nehmen und das versteht jeder sofort. So wie man auf Himbeere oder eine Kerne rumbeißt. Kirsche drin? Schmeckt man Kirsche? Hier haben wir das jetzt gerade unterhalten. Also ich finde, hier ist Kirsche, ja. Sensationell auf der einen Seite Kirschfrucht, aber eben Duft auch nochmal extrem diese wirklich konzentrierte Himbeeraromatik. Das ist großes Kino. Und dann diese Klarheit am Gaumen, diese Präzision in der Aromatik auf der einen Seite, auf der anderen Seite die frische Säure, die super eingebunden ist, die gut gepuffert ist, und dann ultrafeine Gerbstoffe. Und das wird also großes Kino. Ja. Die Säure ist das Rückgrat im Wein, die trägt den, ja. Ist nicht sauer, das ist einfach nur das Rückgrat. Was denkst du, wie lange sollte man den liegen lassen, bis er richtig gut wird? Der schmeckt jetzt schon richtig gut. Aber der kann natürlich, der wird noch viel besser. Ich sage immer so, nach 5 Jahren bei uns, nach der Ernte, kommen sie auf den Markt. Ja. Dann fangen sie an, richtig gut zu sein. Und das erstreckt sich dann über einen sehr langen Zeitraum, sagen wir mal so 10 bis 15 Jahre. Ich bin jetzt kein Freund davon, der dann sagt, nach 20 Jahren, dann ist er richtig gut. Das ist dann oftmals schwierig. Das muss man sehen. Entscheidet der persönliche Trinkgeschmack. Aber ein guter Wein ist eigentlich immer gut. Du, ja, bist schon wie lange hier jetzt dabei? Ich bin ja aufgewachsen. Du bist aufgewachsen. Du bist der Sohn. Richtig. Der Sohn vom Weiner, genau. Der Sohn Neffe vom Volker. Neffe vom Volker. Es ist ja so, man muss ja nicht zwangsweise, wenn man in der Familie ist, dann auch Winzer werden. Man kann ja auch sagen, ey, ich bin der Revoluzer, ich mache was ganz anderes. Ja, klar. Mein Bruder ist in die Luftfahrt gegangen. Ja, und genau. Das ist aber, da waren wir eben schon wieder beim Thema, das Hobby zum Beruf machen. Ah ja, wenn man diese Chance hat, das Hobby zum Beruf zu machen, dann sollte man sie auch ergreifen. Also was gibt es Schöneres, als Spaß am Beruf zu haben? Ist ja nicht immer nur Spaß, oder? So hier, ich meine, das ist jetzt alles so lustig, aber gibt ja auch mal so Einflüsse, wo man keinen Einfluss drauf hat. Ja, im Wesentlichen ist es lustig, wirklich. Ja. Und das haben die Hagelschläge. Ja, aber ist schon ausgeliefert auch, ja. Der Natur ausgeliefert. Man ist der Natur ausgeliefert, logisch, wenn man das jetzt so sieht. Aber jetzt, dass man die Berufsfindung und so weiter, das haben die beiden mir schon sehr schmackhaft gemacht damals. Und das war, wenn man dann sieht, was Winzer für ein toller Beruf sein kann. Ich meine, man hat mit der Natur zu tun, natürlich mit allen Höhen und Tiefen, mit Hagelschlägen auch mal, klar. Aber auch mit dem schönen Wetter, was im Wesentlichen in der Pfalz hervorherrscht. Und dann mit dem tollen Produkt Wein und mit netten Menschen, weil die Leute, die Wein trinken, sind im Wesentlichen sehr nett und die haben all was zu sagen. Die wollen genießen, die Menschen, die hierher kommen. Die wollen gute Weine haben. Und ich sage immer, wer nicht genießen kann, ist auch nicht genießbar. Und deswegen sind es immer gute, nette Leute, die gut drauf sind, mit denen man Spaß hat, mit denen man sich gut unterhalten kann, eine gute Zeit haben kann. Was wird später draufstehen auf der Flasche von diesem Wein? Wie wird der bezeichnet? Der ist aus dem Kirschgarten, also ist ein großes Gewächs aus dem Laumersheimer Kirschgarten, aus unserer Renommierlage, und das wird dann auch auf dem Etikett stehen. Wird da draufstehen. 2020 noch. Aber den kriegst du erst 2025. 2025 kommt er in den Verkauf. Der kommt erst 2025. Das heißt, das, was wir heute... Also der liegt jetzt noch so
bis ins Spätjahr im Fass etwa, kommt dann in den Tank. Dann kriegt er auch noch ein bisschen Ruhe, setzen sich nochmal die ganz feinen Partikel ab und dann wird er auf Flasche gefüllt und dann kriegt er nochmal eine zweijährige, dreijährige Flaschenreife. Er hat gesagt, der schmeckt jetzt schon. Ja, das ist korrekt, das ist absolut korrekt. Der macht jetzt schon große Freude, aber der wird natürlich auch noch mit jedem Monat, den er weiter reifen kann, besser. Und man sagt schon noch, dass es ein junger Wein ist. Natürlich, ne? der ist lebhaft, wie so ein wildes Fohlen. Ja, das ist noch kein edler Rappe. Er ist nicht widerspenstig, aber noch nicht erwachsen. Ja? Ja. Er ist schon sehr schön, aber noch nicht fertig. Wow. Ich habe eben nur mal probiert, also vom, ich sag mal, vom Duft her war er noch nicht so, wie er schmeckte. Er hat anders geduftet, wie er schmeckt, aber ich habe ja keine Ahnung. Oder? Ja, das macht nichts. Dreh noch ein paar Filme, dann kommt es mit der Zeit. Ja, es ist so. Er hat eben gesagt, und da habt ihr gesagt, das sind Weine, die man leicht verstehen kann. Und die beiden haben mich eben in einem anderen Weingut aufgezogen und haben gesagt, da habe ich eine Flasche gekauft, die war relativ hochwertig für meine Verhältnisse. Und da hast du zu mir gesagt, ja, wenn du diesen Wein auch verstehst, ja, das ist so. Ist das einfach, eure Weine zu verstehen? Wenn man gut verstehen kann, dann ist es einfach, die Weine zu verstehen. Also ich denke, ein Wein muss auch irgendwie jedem schmecken. Ja? Ein guter Wein schmeckt auch jedem. Das ist nicht so, dass ein Wein, der besonders kompliziert ist, dann nur für die absoluten Kenner ist, sondern ein richtig guter Wein, und das sind auch die richtig teuren Weine, die richtig guten Weine schmecken eigentlich jedem, mit Sicherheit. Da habe ich immer so Angst, wenn ich Kunst sehe und ich die ganz fürchterlich finde und einer fängt dann an zu erklären, warum die so toll ist, wenn es mir nicht gefällt. Aber das ist auch wichtig, er soll auch schmecken. Genau, das ist ja, ein guter Wein schmeckt. Gott. Ein guter Wein schmeckt. Du wolltest was sagen? Kannst nur unterstreichen. Ja. Sehr schön. Man braucht ein bisschen Respekt. Nicht alles, was man nicht gleich kapiert, ist nichts. Man muss sich auch ein bisschen einlassen können. Aber ein guter Wein muss immer schmecken. Ja. Also das ist so. Ich habe noch eine Frage mal an dich. Manchmal ist es so, dass man den Geschmack erst entwickeln muss. Das heißt, also es gibt vielleicht Weine, die einem am Anfang gar nicht so überzeugt haben, die aber dann, wo man gar nicht mehr ablassen kann. Hast du das schon mal gehabt? Dass du eine neue Rebsorte, wo du dich erst dran gewöhnen musstest? Naja, manche Weine brauchen halt eine gewisse Zeit, bis sie sich entfaltet haben. Aber normalerweise merkt man, wenn man über eine gewisse Erfahrung verfügt, merkt man sofort, ob da was kommt oder ob das eher nicht so doll wird. Ihr habt eine riesen Bandbreite. Er hat eben erzählt, die Gewächse sind so wichtig, da wollte er nicht so viel drüber sagen, aber das ist ein ganz wesentlicher Part. Also was, ich sag mal, das, die Pflanzen. Ja, die Rebstöcke sind das A und O, oder? Es wird zwar viele behaupten, der Boden wäre es. Jetzt bin ich natürlich sofort auf dem Glatteis, aber okay, fühle ich mich eigentlich wohl. Ja, das Entscheidende nach meiner Überzeugung ist, dass die Rebstöcke halt über das nötige genetische, über die genetische Ausstattung verfügen. Also die Dinge, die dann später ordentlich schmecken, die sind nämlich alle im Erbgut fixiert. So. Und wenn sie da nicht drin sind, sind sie nirgends. Du bist schon wie lange jetzt dabei? Seit August, also hier. Ja. Seit August, ja. Okay, das heißt, du hast den Wein mitgeerntet? Nee. Nee, ich habe es eigentlich erst nach der Presse, war ich dann mit im Keller. Also warst du mit dabei? Ja. Was ist das für ein Feeling, etwas, was man selbst vielleicht erzeugt hat, was denn groß wird? Ich meine, du hast vor, hier zu bleiben? Ja, erstmal schon, auf jeden Fall. Die nächsten Jahre, wenn ich darf, dann bleibe ich, ja. Genau. Sie macht das gut? Ja, super. Die sind alle motiviert und macht richtig Spaß. Nachwuchs oft ein Problem im Weinbau hier nicht, wenn du Spitzenweinbau hast? Oh, das kann man so pauschal nicht beantworten. Das ist mal so, aber wir haben jetzt keine Probleme. Ja, also den Leuten, die Familie und den Leuten macht Spaß. Und es wird ja auch was Gutes gemacht, oder? Und das macht auch Spaß. Jeder beschäftigt sich gerne mit was. So, und was haben wir hier Gutes? Das ist wieder eine Parzelle aus dem Kirschgarten. Also im Kirschgarten haben wir ja mehrere Weinberge und das ist jetzt wieder eine andere Parzelle, die ein bisschen weiter
oben liegt, ein bisschen weiter gegen Osten ausgerichtet, schmeckt ein bisschen anders. Das sind eigene Selektionen, also jetzt nochmal vom Pflanzgut her, eigene Stöcke, die der Vater im Wesentlichen immer beobachtet hat, was sind die, ergibt die schönsten Trauben und die sind dann, ja, ach, die sind so dann dem Rebveredler gegeben worden, der hat die dann selektiert oder veredelt, mit auf einer Unterlage gepfropft. Und die haben wir dann wieder ausgepflanzt in verschiedenen Anlagen, da wieder geguckt, was passt am besten und so, dann wieder in die Toplagen gepflanzt. Du kannst sie multiplizieren, die Stöcke? Oder? Sozusagen, aus einem Stock kannst du hunderte neue machen. Okay, ist das so wie bei dem Kirschbaum? Dem Opa hat früher so aus einer Sauerkirsche so eine Kirsche eingesetzt und da waren denn... Das geht. Ja, das Prinzip ist das gleiche. Ne? Auch verschiedene Apfelsorten werden unter Umständen auf den gleichen Stamm gepfropft und dann hochgezogen und man kann davon von den schönsten Stöcken oder von den schönsten Bäumen dann entsprechende Reiser nehmen und diese dann veredeln oder kopieren, genau. Kopien, ja. Das sind Nachkommen einer Pflanze und zwar erbgleich. Man nimmt ein Stück Holz, steckt es in den Boden, es zieht Wurzeln und oben wächst die gleiche Pflanze quasi auf eigener Wurzel weiter. Das sind die Klone. Und wenn ich sähe, dann hat sich das genetisch vermischt. Da gibt es einen männlichen und einen weiblichen Teil und dann entsteht immer was Neues. Also man kann Riesling nicht säen, aber man kann Riesling vermehren, indem man ein Stück Rieslingholz nimmt und es in den Boden steckt. Es zieht Wurzeln und es wächst ein erbgleicher Stock. Und das sind die Klone, über die wir sprechen, die halt bestimmte Eigenschaften haben. Und da gibt es einmal die Meinung, dass man jetzt den Besten da vermehren muss und der hat die Eigenschaften, der hat die. Und es gibt eine Gegenmeinung, die sagt, wir wollen nicht einen Weinberg aus exakt einem Urrebstock haben, erbgleich, sondern wir machen eine Selektion von allen Stöcken, die uns gut gefallen, unter gleichen Kriterien und pflanzen da einen Weinberg. Dann ist er genetisch etwas breiter aufgestellt und das Spektrum ist vielleicht ein bisschen größer. Aber das ist alles Theorie. Ja, auf jeden Fall, Rebsorten und Rebstöcke werden vegetativ vermehrt mit einem Stück Holz, was in den Boden kommt. Und so kann man die Sorte oder den Klon erhalten. Und wenn man anfängt zu säen, entstehen immer neue Sorten. Ja, das ist... Spannend. Also, wir haben jetzt hier ja drei verschiedene Parzellen verkostet, ja, und jede schmeckt anders und jede einzelne hat ihre Stärken. Genau. Das ist schon aufregend anders, wenn man sieht hier, wie dicht und kraftvoll der Wein sowohl in Farbe als auch im Geschmack ist. Er ist viel mehr auf der schwarzen Krachkirschseite und hat nochmal eine ganz andere Gerbstoffstruktur. Das ist einfach Wir sind in Deutschland, oder? Ja, wir sind in Deutschland, aber... Top-Rotweine in... Auf absolutem Weltklasseniveau. Unglaublich. Nicht. Gut, es wird immer wärmer. Ist zu viel Wärme schlecht? Ja, zu viel ist immer schlecht. Aber aussuchen können wir es auch nicht. Also wir müssen das nehmen, was kommt oder mit dem zurechtkommen. Ja. Also wie das werden wird, keine Ahnung, müsste man Prophet sein. Ich meine jetzt nur, es ist ja deutlich wärmer geworden in den letzten 30 Jahren. So, es gab ja früher, ich konnte mich noch daran erinnern, in Trier gab es Schnee. Das ist schon lange nicht mehr gewesen. Schon lange nicht mehr gewesen, was da ist. Aber ich sag mal, ihr kriegt jetzt langsam vielleicht das Klima, was in Spanien mal war, vor 100 Jahren oder so. Ja, wenn es so ist, dann müssen wir es so nehmen, was soll ich sagen, ja. Man braucht nicht unbedingt die Wärme, also was wir gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal so, speziell beim Spätburgunder, da kommt es vor allem auf die niedrigen Erträge an und dann hat man die Konzentration, wir brauchen nicht die hohen Mostgewichte und wir haben auch gelernt, dass man die ganz hohen Mostgewichte auch nicht wollen soll, weil dann wird der Spätburgunder vielleicht mehr Rotwein, aber nicht so fein. Und wir wollen jetzt genau diese Feinheit, die mit der Konzentration zusammengeht. Ich denke, das ist auch etwas, was Weine aus, in Anführungszeichen, kühlerem Klima ausmachen. Also das ist eigentlich unser großes Pfund, mit dem wir wuchern. Und insofern will ich nicht, dass es so wird wie in Südspanien. Aber was ich will, spielt keine Rolle. Es kommt, wie es kommt. Viel Geschmack bei wenig Alkohol, sagt Frank immer. Das ist so der, also wir haben ja Weine teilweise getestet mit 8% Alkohol, 8 Promille an der Mosel. 8% ist richtig, ja. Aber das sind die restsüßen Weine. Aber trotzdem, hier haben wir sind wir eher bei den Rieslingen auf der trockenen Seite, haben aber auch moderate Alkoholwerte von 12%. Genau. Ja. Wo die meisten ja kämpfen, bis 15% hoch. Der schmeckt auch hervorragend bei 12%.
Ja, da wollen wir nicht hin, weil ich meine, das kann von mir aus gut schmecken und vielleicht ja, sehr gut schmecken, aber das setzt dem Abend ein zu schnelles Ende. Und wir trinken ja den Wein, weil wir genießen wollen und weil wir einen schönen Abend haben wollen mit Freunden, mit gutem Essen und ja, eine runde Sache erleben wollen. Und warum soll man dem vorzeitig ein Ende setzen? Also so. Wir wollen auch nicht so gern so schnell ins Bett müssen. Ihr seid echt ein Hammer. Volkshofe ist, das macht doch keinen Spaß, oder? Ihr trinkt selber Wein schon mal täglich? Wir trinken moderat. Ja, natürlich trinken wir Wein schon immer. Oder ich weiß, das irritiert jetzt einen ganzen Haufen Leute. Gar nicht. Aber das interessiert uns ein wenig. Ich muss sagen, du wirst demnächst, du kriegst ein rundes Alter, oder? Permanent, ja. Was da ist, alle paar Jahre. Nein, aber viele sagen ja auch, also ich hab zuletzt aus England, vielleicht hast du es auch gelesen, da hat einer geschrieben, ich glaube, eine Flasche Wein wäre okay am Tag und der Nächste sagt so und so, aber eins ist auch klar, es wird dem Rotwein nachgesagt, er wäre eigentlich gar nicht so schlecht im Maßen genossen. Absolut. Rotwein ist... Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Man kann ja schon mal die Literatur in die Hand nehmen, man kann sich wieder einen Busch krallen und liest, dass der Rotwein für alte Knaben eine von den besten Gaben ist. Oder das kann man weiter, da kann man einen Haufen gescheites Zeug drumherum retten, aber weiter kommt man nicht. Sag mal, als du hier angefangen hast, das Bewerbungsgespräch, wie war das? Die sind ja alle lustig hier, ja. Ja, das Bewerbungsgespräch war online, aber das Vorstellungsgespräch dann später richtig, da haben wir dann eigentlich nur Wein probiert und drüber geredet. Ist so, es geht ja um die Typen. Du musst hier also ins Team passen, oder? Ja, schon. Also, wenn man nicht ins Team passt, ja, dann funktioniert ja auch die Arbeit nicht so richtig. Also, es ist ja viel, wir arbeiten alle zusammen, vom Weinberg über den Keller, über den Verkauf. Wir essen mittags zusammen, das gehört alles dazu. Und wenn du weißt, warum ich mich so gern mit dir unterhalte? Nee. Man kann nicht so gut verstehen. Achso, das... Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Jelka spricht ein perfektes Hochdeutsch. Das ist unglaublich. Nee, ja, Hannover, wirklich. Ja. Das ist toll. Ja. Das ist immer so neidisch drum in der Pfalz. Wir sind ja in der Pfalz. Aber ihr Saarländer auch eigentlich. Ja, also jetzt, sag mal, ihr lebt ja davon, dass Leute zu euch kommen. Jetzt ist so, jetzt gab es ja eine Zeit, da kam wenig. Also auch jetzt mal pandemiebedingt. Ich sag mal, ihr braucht den Kontakt auch zu den Leuten, also dass die kommen, oder? Wein ist ja kein Frischfisch, oder? Der halte mal 2-3 Jahre, oder? Wenn sie ein bisschen später kommen, kommen sie halt später. Oder ist er noch besser? Ja. Ihr habt viele Wiederholungstäter, die immer wieder kommen und dass anschließend die Federn im Passat tiefer werden? Genau, die kommen nach wie vor und machen den Wein für uns. Ihr macht den Wein für euch. Ja. Ist das so, als ihr macht Wein, als würdet ihr ihn für euch machen? Das ist so unser Motto. Wir machen den Wein für uns und verkaufen nur das, was wir nicht trinken können. Das hast du ja eben gesagt. Ja, ja. Es ist schon das meiste, aber ja, das ist schon eine clevere Strategie, es kommt nichts, ne, auf die Flasche, was uns nicht schmeckt. Okay. Frank, erzähl mal, was ist das? Wie, was ist das? Der Wein. Achso, das ist schon fast gerade, haben wir doch gerade besprochen. Haben wir. Das ist dieser, die dritte Lage. Dritte Variante aus dem Kirschgarten, auch Pinot Noir, aber die eigene Selektion. Und der hat nochmal eine ganz andere Aromatik. Wir sind hier fast schon auf der schwarzen Krachkirschseite. Genau, das war das. Genau. Ich komme nämlich durcheinander. Es ist so spannend. Auf so engen Raum habe ich noch nie gefilmt. Vorschlag, du magst noch ein Fass anzapfen? Anrufen. Wenn wir sollen, können wir noch. Es gibt ja genug. Wir können mal noch ein Cabernet probieren. Ja. Was Internationales. Ja. Gerne. Stefan, da gehen wir mal rüber in einen anderen Raum und probieren 2019. Sag mal, 2019 ist... es fühlt sich hier an von der Kälte wie in einem Keller. Du hast auch kein Licht hier drin. Wir haben ja auch Winter, ne? Wir haben Winter. Mhm. Aber was ist im Sommer? Ihr kühlt den? Nee, der ist einfach wirklich, wie gesagt vorhin schon, dicke super Mauern. Isoliert. Dicke Mauern, Stein auf Stein gemauert. Und deswegen haben wir hier eigentlich relativ konstante Temperaturen. Es wird mal 5 Grad wärmer oder 6 Grad wärmer im Sommer. Aber wenn es draußen mal 40 Grad sind, ja, das hält es hier. Hält es aus. Ist wirklich gut. Ja. Gut isoliert. Riesen im West habt ihr hier gemacht, oder? Ja, aber... die Weine brauchen es, ne? Die brauchen ein gescheites Dach über dem Kopf. Ja, da hast du was gesagt. So. Ja, das ist ja auch über Jahrzehnte entstanden. Ne? Das ist ja jetzt nicht gerade mal so dahingelegt und hingestellt, sondern das, was hier steht, das ist über Jahrzehnte entstanden. Über die das letzten heißt, ihr investiert eigentlich vieles zurück Jahre. Von dem, was ihr verdient? Ja, wenn man
meinen, wir müssen was kaufen fürs Weingut, dann wird es gekauft, ja. Das machen wir so. Gott sei Dank können wir das, ja. Also das ist auch Glück, dass sich das alles so entwickelt hat. Stand der Technik ist ja oft so. Und das heißt, also ihr habt wahrscheinlich eine eigene Abfüllanlage, eine eigene Etikettieranlage, alles selbst? Klar, aber Abfüllanlage zum Beispiel, das macht ein Profi. Der kommt hier in die verschiedenen Weingüter gefahren, die hier im Ort und in umliegenden Ortschaften sind. Der hat immer das Allerbeste, weil da kommt es auf die Technik an. Da wird immer investiert in mehr Produktschonung, also dass der Wein halt möglichst schonend auf die Flasche kommt. Und das würdest du jetzt selbst vielleicht gar nicht so investieren, weil wir sind keine Technikfreaks. Also Wein machen ist ja... Achso, da ist jemand, der ist immer auf Stand der Technik, kauft die neuesten Anlagen, kann die auch auslasten, das ist der Vorteil? Genau, der kann die auslasten und ist da immer am Puls der Zeit. Und wir beschäftigen uns um den Wein. Und seit wie viele Leute hier insgesamt? Hier im Weingut? Ja. Boah, wie viel sind wir? 15 vielleicht. 15? Ja. Und viele Maschinen nehme ich an auch, oder? Och, gar nicht so viele Maschinen. Für einen Weinberg braucht man viele Maschinen. Hier im Keller braucht man eine Pumpe und ein paar Schläuche und ein Gabelstapler. Gutes Handling. Und eine gute Zunge. Und eine gute Zunge, genau. Krass. So, zu welchem Fass gehen wir? Jetzt gehen wir mal einen Raum weiter und probieren wir 2019 Cabernet Sauvignon. Merlot. Also Merlot. Das ist international. Das ist eine Bordeaux-Cuvée aus der Pfalz. Weil du vorhin die Hitze angesprochen hast, dass es immer wärmer wird, das ist natürlich, spielt diesen Sorten natürlich voll in die Hände. Ne? Also sind frisch. Die sind richtig, die werden richtig reif jetzt und da kann man wirklich in Top-Jahren, wie 2018, jetzt 19, kann man da Weine machen, wie sie normalerweise vielleicht, wie man sie vielleicht nur aus dem Bordeaux kennt oder aus Spanien wegen mir oder aus Übersee. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe das nicht gewusst, sind es viele Leute, die überrascht sind, dass solche Weine in Deutschland gemacht werden, immer noch? Ja, es gibt immer noch welche, die überrascht sind, die kommen halt ein bisschen hinterher, aber mittlerweile hat sich das schon rumgesprochen bei den Leuten, die gerne Wein trinken, das deutsche Rotwein, gerade auch außerhalb des Spätburgunders, wirklich Sachen hervorbringt, die international da gut mithalten können. Also ich kannte nur den Rotwein, das war so eine Boxflasche aus... Boxbeutel aus Stuttgart, der fand ich nicht so toll. Nicht aus Stuttgart, aber aus Taucherfrankenfleisch. Ja. Und das war für mich immer der Inbegriff von deutschen Rotwein und dann habe ich gesagt, er hat mir zumindest nicht geschmeckt. Aber die Sache ist schon lange her, weil also das ist ja jetzt schon 20 Jahre. Ist aber hängen geblieben. Ist das nicht bei vielen so, dass die... Gibt noch ein paar, die vielleicht kommen die im Wesentlichen aus dem Saarland eigentlich nicht. Absolut. Weil die Saarländer eigentlich mit Frankreich, in der Nähe zu Frankreich aufgewachsen sind und da sich sehr gut auskennen mit Essen und Trinken. Ich dachte jetzt deutsche Rotweine, das ist so der... Ja, nee, habe ich schon verstanden, aber... Ich komme hier von einem Fettnäpfchen zum anderen, ich habe keine Chance. Das ist ein Riesenlager, oder? Ein toller Betrieb, ja. Das Wein kommt auch aus Trier, Stefan. Der Stefan hat nämlich auch in der Mosel gelernt. Ja, ich bin da zumindest mal geboren in Trier. Das Fass ist nicht so schön. Da ist was daneben gelaufen, oder? Das sieht jetzt, wenn du da jetzt drauf filmst, siehst du halt... Ach du, es ist eh schon passiert. Und dann muss man das hier so ein bisschen wegwischen. Okay. Die letzten Notizen drauf, was mit dem Fass passiert ist. Was ist passiert mit dem Fass? Ja, da ist immer aufgefüllt worden, ne? Achso, da geht was verloren im Laufe der Zeit. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, das was verdunstet. 10% innerhalb von 2 Jahren. Also schon ein erheblicher Anteil. Kommt mal zurück. So, und jetzt haben wir. Machen wir noch ein bisschen rein und verteilen das. Hier steht auch wieder Top drauf. Top, das schreiben wir gern drauf. Ja, das. Top, das schreiben wir gerne drauf. Ja. Wir machen alles vorher, dass es so wird. Dass man drauf schreiben kann. Danke. Das schreibe ich nur drauf, wenn es Fernsehen kommt. Wahnsinn. Ist gut? Ja, gut. Bin ich jetzt total begeistert von der Nase. Das ist jetzt schon eine Cuvée aus, also im Weinberg haben wir die gemeinsam angepflanzt, in einer super Lage, im Mandelpfad, steht Merlot und Cabernet Sauvignon nebeneinander, in einer Kalksteinlage und ein reiner Südhang ist auch eine sehr warme Lage und das ist jetzt so ein Fass, was in unsere Top Bordeaux Cuvée irgendwann mal hineinkommen soll, in die Cuvée X. Ne? So, der kommt raus, 23 dann, oder?
Ja, genau. 23 im Frühjahr wird der wahrscheinlich aus dem Fass geholt. Und dann gibt es noch mehrere andere Anlagen. Also da gibt es nicht nur den Mandelberg jetzt oder den Mandelpfad. Und die noch Cabernet Franc, ist also die dritte Rebsorte, die dabei ist. Und das sind so 10, 11 verschiedene Anlagen, je nachdem, je nach Jahrgang, die dann den Weg in die Cuvée X finden. So. Er war begeistert. Die Nase, hat er gesagt, wäre schon gut. Ja, und nicht nur die Nase, sondern noch viel besser am Gaumen. Also der Wein ist sehr konzentriert, stoffig, packend. Er hat diese Cassis-Aromatik, aber auch so ein bisschen dunkle Brombeeren da hinten dran, Kaffeenoten, Röstaromen und vor allen Dingen eine extreme Stoffigkeit. Und die Tannine sind super reif, sie sind präsent, ja, aber feinkörnig und packend. Und dem noch ein bisschen Zeit geben und dann wird das ein ganz großes Kino. Das ist bärenstark, also wie gemacht für die Cuvée X. Kraft und Eleganz, ne? Ja. Feingliedrig und intensiv. Ja, finde ich toll, jetzt gerade. Wird. War. Ich bin sprachlos. Also der Frank hat nur gesagt, wie ist der Betrieb? Er hat gesagt, anders. Und das unterschreibe ich dir. Wahnsinn, oder? Ah ja, wäre ja schlimm, wenn alle Betriebe gleich wären, oder? Ja, erstens sind die Menschen anders, zweitens ist die Philosophie anders, drittens sind die Möglichkeiten anders. Und dann kommt es immer darauf an, was man aus den Möglichkeiten macht. Und das ist hier mit Sicherheit anders. Die Philosophie ist ja das, was rauskommt. Ne? Das klingt immer so, als wäre das alles geplant und gedacht. Aber eigentlich ist es andersrum. Wir gucken mal was raus und sagt mal, die Wahrheit, das ist unser Ding. War es Niemandsland, oder? Okay, das Wetter hat sich verändert, das haben wir ja mitgekriegt. Und wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und dann haben wir halt Dinge probiert, wo die Chance bestand, nach unserer Überzeugung, dass das reif wird und dass das gut wird. Ja, da wir international unterwegs sind und trinken halt in Frankreich und in Italien und überall, Spanien, und dann kennt man die Dinge ja, die Weine ja von dort, klar, und dann gucken wir halt mal, wie es bei uns wird. Es war noch kein Franzose hier, der irgendwas ausgeruppt hat? Nee. Der gesagt hat, ja, was macht ihr hier? Ihr gefährdet unsere. Ich glaube, es ist nur noch Riesling. Ja. Das ist ja so, wenn die. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber okay. Die haben ja viel länger geübt und haben das viel früher auf die Spitze getrieben. Ja. Die französische Kollegen. Oder? Wir rennen halt hinterher. Ja. Okay, nee, wir machen es inzwischen auch gut. Aber ja. So, ich zeige mal gerade, das heißt, die Franzosen verkaufen euch auch gerne die Fässer, oder? Ja, machen die. Und da verlassen wir uns auch auf sie, suchen uns die raus, die uns gut gefallen. Also das ist auch immer so ein Spiel. Ja, man probiert die Fässer halt aus von verschiedenen Herstellern. Und es ist ähnlich wie der Winzer mit dem Wein. Riesling gibt es schon ganz viele und überall schmeckt er anders, weil letztendlich der Wein ist so, ich sage immer, das ist wie ein Mosaik. Das spiegelt in kleinen, vielen kleinen Steinchen, spiegelt es alles wieder, was dem widerfahren ist, die Weinberge, was da gepflanzt wurde, was gemacht wurde über das Jahr, wie die Trauben behandelt wurden und. Und so ist es auch beim Fass. Ja. Man sieht das Holz und sagt, Eichenholz, aber wie das gelagert ist, wo das gewachsen ist, wie das behandelt ist, wie heiß das gemacht ist und so weiter, auch ganz viele Dinge, das macht der kauft irgendwo ein. Und der macht es irgendwie und dann kommt irgendwas raus. Und was da rauskommt, wir können das im Rückblick ja auch gar nicht beurteilen. Wir können nur unseren Wein reintun und können sagen, oh, da entwickelt sich da drin gut oder das Fass tut dem Wein nicht gut. Und dann, wenn es nicht gut tut, dann macht man da halt nicht weiter, sondern man geht den Weg, wo es halt passt. Trial and Error. Ich glaube, das ist so das große Ding. Aber ich meine, wir reden ja hier von Zeitspannen, nicht von 5 Minuten. Du weißt oft erst nach 5 Jahren, ob, oder? Ja, oder noch länger. Ne? Ich meine, angefangen haben die beiden hier in den 80er Jahren mit den Barriques. Da war das ja völliges Neuland in Deutschland überhaupt. Und da haben sich dann
eine Fassbinderei in Frankreich herauskristallisiert, mit der wir heute noch zusammenarbeiten auch. Achso, die wollten euch nicht alle Fässer verkaufen? Nee, klar, die wollten schon, also die schon gut verkaufen, aber was halt gepasst hat dann für unsere Weine auch und die dann auch jedes Jahr wieder die Qualitäten geliefert haben, die zu unseren Weinen gepasst haben oder wie wir es uns vorgestellt haben, die zu den Weinen gepasst haben. Ja. Kannst du die Weine von damals, habt ihr die noch teilweise? Klar, wir haben alle Weine zurück bis in die 80er. Aber man kann die noch trinken? 85er. Klar, Wein geht nie kaputt. Wein geht nie kaputt. Ja. Also wie ist da die Entwicklung? Gibt es Weine, wo man sagt, wow, hat der sich toll entwickelt und ist der frisch und jung und lebendig und super. Und andere, die waren dann halt, haben sich nicht so entwickelt. Das waren halt auch Experimente, ja. Und das ist heute noch so, ja. Dass du, das ist ein ständiges Experimentieren, das Weinmachen auch. Also wir haben unsere Linie gefunden und wissen genau, was wir tun in den verschiedenen Jahrgängen. Trotzdem wird experimentiert und es entwickelt sich dann nicht alles so im Nachhinein, wie man es sich vielleicht gedacht hat. Manches besser, manches schlechter. Aber wenn du jetzt die Weine probierst von vor 30 Jahren... ist das immer ein Riesenerlebnis, ja. 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 Vor allem, wenn man dran denkt, was da war in der Zeit. Ne? Das ist ja immer das Schöne beim Wein. Also Barrique ganz neu für Deutschland eigentlich, wenn man so die Dauer der Erde betrachtet? Ja, wenn man die Dauer der Erde betrachtet, ist alles neu. Aber was hier geleistet wurde in den 80er Jahren, das war Pionierarbeit. Das war einer der ersten Betriebe, die wirklich neue Holzfässer in Barriqueform eingesetzt hat. Und das war natürlich in Frankreich damals gang und gäbe. Aber die haben das wirklich perfektioniert und haben hier Pionierarbeit geleistet und haben sich viele, viele Betriebe auch ein Vorbild genommen und haben sich da angeschlossen. Und du guck dich hier um, hier siehst du mindestens, ich behaupte jetzt mal, 10 verschiedene Fassproduzenten. Auch kein Erzeuger, den ich kenne zumindest, kauft Fässer nur von einem einzigen Küfer, sondern von verschiedenen Tonnellerien. Und letzten Endes ergeben das alles diese Facetten oder Puzzleteile, die letzten Endes dann einen Wein ausmachen und auch die Schönheit des Weines ausmachen. Und das Schöne ist, dass es nicht darum geht, einen Wein so zu gestalten, wie man ihn im Kopf hat, sondern das, was rauskommt, was Charakter hat. Und das ist ein Spiel von Anfang bis zum Schluss. Und der Schluss ist dann, wenn die Flasche leer ist. Also auch da kriegt man immer noch mal eine Erkenntnis, an die man vorher nicht gedacht hat. Manchmal auch ohne Bedeutung für die Rückkopplung. Aber das Ziel muss immer charaktervoll sein. Manchmal hebt man auch einen Wein zu lange auf. Aber unsere Weine sind generell sehr gut lagerfähig. Und das heißt nicht, dass man sie sehr gut aufheben kann, sondern dass sie sich sehr lange sehr gut entwickeln und das auch danken, wenn man sie nicht gleich trinkt. Ja, ihr seid ja eigentlich wie Netflix so ein bisschen. Das heißt, die Abnehmer versucht man süchtig zu machen nach der Ware, dass man immer wieder etwas haben möchte von euch. Ihr habt bestimmt unglaublich viele Dauertäter. Also Täter habe ich eben schon gesagt, stimmt nicht, Dauerkunden, die gerne sagen, hey, was kommt da Neues raus, was ist da mit dabei? Frank, du hast ja unglaublich viele Kunden, die immer wieder die gleichen Weine kaufen. Ich bin ja einer davon, ja, der sagt, hey, damit habe ich eine gute Erfahrung gehabt. Wie geht die Geschichte weiter? So ein bisschen. Ja, jeder Weintrinker entwickelt sich ja auch mit seiner Erfahrung und dann entdeckt er wieder was Neues und dann, also ich finde, wenn man immer den gleichen Wein trinken würde, wäre das total langweilig, ja, oder auch immer den gleichen Produzenten trinken würde, das ist langweilig, aber es ist auch wichtig für ein Weingut, dass es halt eine hohe Zahl von Stammkunden hat, die immer wieder kommen. Das zeigt ja auch, dass die Weine glücklich sind, die Kunden glücklich sind mit den Weinen, mit den Produkten und, aber also wenn man der Richtige gefunden hat, muss man dann irgendwie wechseln. Ja, und wenn es was Gutes gibt, die Leute offen bleiben natürlich. Die kommen ja immer wieder. Es gibt ja immer größere Fangemeinde. Ja, wenn die Weine einfach gut sind, wenn die Weine gut schmecken. Und du hast halt in allen Bereichen. Wir machen leichte, frische Sachen. Jetzt ein Claret zu nennen oder ein Sauvignon Blanc, die halt im ersten Sommer am allerbesten schmecken und unheimlich animierend sind, fast süchtig machen, ja, jetzt, wenn es heiß ist und ein guter Tag ist. Ausverkauft sind. Genau. Und dann gibt es Sachen, die man halt sich in den Keller legen kann, die man jung, wenn sie in den Verkauf kommen, anfangen kann zu trinken und die man aber dann auch 20 Jahre, 30 Jahre lagern kann, wenn man will. Ihr leistet euch den Luxus, viele verschiedene Sorten zu haben, zeitgleich. Ihr könnt fast alles abdecken mittlerweile, oder?
Ja, das war aber auch diese Experimentierphase und einfach das Sehen, dass sich das Klima ändert, dass da was passiert und dann ist auch alles gut zu sehen, was für internationale Sorten hier in die Pfalz passen. Und das war der absolut richtige Schritt. Ich meine, es ist wärmer geworden, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, wo damals alle drüber geschimpft haben oder euch ausgelacht haben, dass die Sache gar nicht reif werden richtig. Das hat ja nie gestimmt. Die Weine waren immer toll und jetzt passen sie absolut in die Zeit, in das Klima nämlich genau rein. Ja. Habt ihr viele Winzer, die das jetzt auch machen? Ja, es hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Ist nur ein bisschen rumgesprochen. Ja. Okay. Wie laufen denn die Weine außerhalb von Frankreich? Achso, er muss seine Blutwurst noch holen. Ich habe mich gerade angetippt. Nee, es ist ja so, es gibt ja nicht nur tollen Wein, es gibt auch tolle Pfälzer Blutwurst und Leberwurst. Ja, es gibt hier, und das ist eine Geschichte, die uns verbindet. Pfälzer Blutwurst und Pfälzer Leberwurst, die sind einfach unschlagbar gut. Und hier gibt es in Groß-Karlbach einen Metzger, ja. Und der macht sensationelle Blutwurst. Und so, da müssen wir jetzt noch hin. Und, der weiß Bescheid, dass wir kommen. Angetrocknet, genau. Sein. Die muss so ein bisschen eingeschrumpft sein, ja. Und konzentriert sein. Und dann noch ein gutes Senf dazu und ein gutes Brot. Ja. Ja. Also, dann stimmt alles. Da sind wir alle glücklich. Ein Saarländer kann man mit Lyonen natürlich nicht beeindrucken. Aber mit guter Pilzer Blutwurst. Wir testen, und hier ist er, der 21er. Claret Rosé. Claret heißt er. Ist ein Cuvée aus der Cabernet-Familie. Ah, das ist Betriebsgeheimnis. Streichen bitte. Ja. Sehr wirklich frischer, lebendiger Wein, der. Also vor ein paar Jahren wollte keiner Rosé trinken. Da hieß es immer hier, das ist unser Pflichtwein. Wer der nicht probiert, der kriegt nichts anderes. Mittlerweile ist es ein Renner, ja. Das ist unglaublich, wie viele Leute den gut finden und den kaufen. Also wir finden den auch super und trinken auch selbst viel davon. Ja, ganz lebendiger, ein toller Wein. Also der macht beim Trinken Durst. Er ist sehr trocken. Der ist ganz trocken oder ziemlich trocken. Also trocken ist er auf jeden Fall. Also geschmacklich der 2021er. Hat ein bisschen mehr Säure, ja. Hat viel Mineralstoffe, hat viel Geschmack. Eine Süße ist nicht so zu schmecken, aber trotzdem ist der Wein sehr harmonisch, aber er ist nicht schwerfällig, er ist leicht elegant und animierend. Und das finde ich schön, weil das passt genau zu dem Wetter, das macht Lebensfreude, Trinklust, Lust zu genießen und zu leben. Ja, das unterstreicht, das passt wunderbar. So, wir haben eben erfahren, deine Lieblingsmetzgerei in der Pfalz hat geschlossen, die Firma Klohmann, die hier in der Nähe ist, also eine Top-Metzgerei, die Pfälzer Blutwurst macht. Ja, die sensationelle Blutwurst und Pfälzer Leberwurst macht, und es ist einfach ein Muss, wenn man hierher kommt, dass man dort noch vorbeifährt und sich Ringel Leberwurst und Ringel Blutwurst mit Holz. Sensationell, also das 21er wurde gerade abgefüllt, das Etikett ist genau, noch nicht drauf. Frisch abgefüllt, deswegen ohne Etikett. Und das ist auch bei uns ein sehr erfolgreicher Wein. Wir lieben diesen Wein, unsere Kunden lieben diesen Wein. Und der verkauft sich wie warme Semmel. Ne? Oder ja. Wie. Aber wir machen ihn, weil er uns so gut schmeckt. Preissegment ungefähr, wo liegen wir ungefähr bei dem? 11 Euro. Ich hätte gesagt knapp über 10, aber ja. Wenn du sagst 11 Euro, dann muss ich ja. Jetzt auch für 11 nee, Euro das ist verkaufen. Halt, weil, ja. So, erzähl, was sagt dir der Wein? Wie würdest du den beschreiben? Das ist ein Rosé, wie er, finde ich, besser nicht sein kann. Der ist leicht, frisch, knackig, passt in den Sommer. Was soll ein Rosé sonst sein? Ja? Wir machen auch noch einen Rosé, der aus dem Vorlaufsaft von den ganz großen Cabernet-Trauben für die Cuvée X bestimmt ist. Der wird dann im Barrique ausgebaut. Das ist dann eher ein Essensbegleiter, aber das ist doch knackig. Leicht. So ein Sommerrosé, den du gerne auf der Terrasse, genau. Ist heiß draußen, genau. am Schwimmbad vielleicht. Richtig, genau. Ja, und hat eiskalt und hat diese vom Cabernet Sauvignon auch so ein bisschen so die grüne Aromatik, ähnlich wie ein Sauvignon Blanc. Mhm. Und er ist 2021, war natürlich der prädestinierte Jahrgang für Rosé. Also wir haben 2021 aus den internationalen Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und so weiter, überhaupt keine Rotweine gemacht, sondern alles in den Claret gesteckt. Das heißt, da steckt viel Power, viel Kraft drin, und deswegen ist der
glaube ich, sehr außergewöhnlich dieses Jahr, 2021. Volker, ja. du hast mir gesagt, du bist nicht der restsüße Typ. Bei dir ist so ein bisschen Restsüße, wenn du die spürst, magst du nicht so. Ist das dein Wein? Hast du den mitkreiert? Das ist mein Wein, ja. Das ist ein Wein, für mich ein, ach, der läuft wunderbar, ja. Also der macht mir Durst beim Trinken. Das ist so appetitlich, animierend. Das auch ist schön gesagt. Ein ja. lebensfroher Wein. Das sagt der Frank aber oft, dass du sagst, der macht Lust auf mehr. Ja, das ist richtig. Also der Wein hat einen ganz, ganz tollen Trinkfluss. Das ist kein komplexer Wein, das ist kein großer Wein. Er hat aber das ist eine wunderschöne, klare Frucht. Ein Säurebogen, der erfrischend ist und mit genug Beerigkeit und Saftigkeit hinten dran, dass man eigentlich immer wieder nachtrinken kann. Genau, so muss es sein. Tja, jetzt kann man ja sich überlegen, gehe ich mal ins Kino, das kostet auch 42 Euro, oder nehme ich mir ein Sixpack, die sind zu sechs verpackt? Ja, so sind sie verpackt. Sind sie verpackt, ne? Menschen, die herkommen, die da sind, fragen wahrscheinlich nach diesem Rosé. Könnt ihr den gut liefern oder ist er schon mal ausverkauft? In den letzten Jahren war es wirklich so, dass er das Jahr nicht überlebt hat und dass es meistens im Spätjahr einen Engpass gab. Ja. Aber ihr produziert doch recht viel von dem. Also dieses Jahr war es so, was der Stefan gesagt hat. Es war ja kühl, es hat viel geregnet. Wir haben gedacht, mit dem Rotwein wird es gut, aber nicht so, wie wir das gerne hätten. Und dann haben wir viele Rebanlagen in diesen Rosé gelenkt, deswegen gibt es da jetzt mehr, aber die Weichen waren ja schon für Rotwein gestellt, das heißt, da war schon Ertragsreduktion gemacht. Im Prinzip waren die Trauben fast schon zu kräftig für den Rosé, aber man sieht das Resultat ganz wunderbar. Frank, du hast leider schon ausgetrunken, normalerweise zelebrierst du ja... Das ist das beste Zeichen. Das ist das allerbeste Zeichen. Ist wirklich gut. Also mal, der Frank wartet ja immer, da muss ich ihn filmen beim Schnüffeln der Duftnoten. Dann trinkt er und dann kriegt er immer, wie sagst du immer, ich glaube, ich bekomme Gänsehaut. Oder da stellen sich die Nackenhaare hoch. Ja, das ist bei den Weltklasseweinen so. Das ist natürlich hier bei einem Alltagswein nicht der Fall. Aber der Wein macht Freude, der macht Spaß, der ist animierend. Ja, man trinkt immer wieder mal einen Schluck. Und ruckzuck ist das Glas leer, ist die Flasche leer. Und dann muss man die nächste aufmachen. War der mal Wein des Monats? Haben wir den mal gedreht? Nein, der war noch nicht Wein des Monats. Aber es wäre jetzt ein willkommener Anlass, wenn ihr genug Ware habt. Ja, also vorher war immer das Problem, dass auch wir vor Jahresende oft ausverkauft waren mit dem Wein. Und man musste halt dann immer bis März, April warten, bis der Wein, der neue Jahrgang gefüllt war. Und dann konnte man wieder Gas geben. Und wir mussten teilweise aber auch mit angezogener Handbremse arbeiten, weil einfach auf dem Weingut schon alles ausverkauft war. Gut, ihr seid ja nicht weit weg. Zur Not könntest du ja mal kurz herfahren und nachholen, aber es geht ja darum... Wenn die ausverkauft sind, dann wächst deine Namen. Das Jahr ist jung. Da wächst du immer nur im Herz. Habt ihr eine... Kurze Frage, habt ihr eine Geheimreserve? Gibt es sowas? Dass ihr sagt, für ganz gute Weinhändler habt ihr immer noch ein bisschen was? Nee, also ich denke nicht, dass... Also ich denke generell zum Wein. Wein ist ein Blumenstrauß und die eine Blüte ist nicht hässlich, nur weil die andere auch schön ist. Und Wein und Gelegenheit, das gehört zusammen. Deswegen gibt es nicht den Ultra, Ultra, Ultra Wein, den nur ganz besondere Leute kriegen können, sondern da muss man schon vorher ein bisschen definieren. Und es gibt einfach viele Trinkgelegenheiten. Und wenn man das jetzt so sagt, wenn der Frank Gänsehaut kriegt, der kriegt halt Gänsehaut bei diesen ganz komplexen, reifen Weinen, die wirklich auf dem Punkt sind. Das ist jetzt kein Gänsehautwein, das ist aber ein Tänzer, habe ich vorhin gesagt, ein Wein voller Lebensfreude. Der schmeckt uns einfach sehr gut und es gibt viele Leute, die das genauso sehen. Das ist ein herausragender Rosé. Aber hier gibt es im Sortiment einige Gänsehautweine, das kann ich dir versprechen. Stefan, das ist jetzt der Wein vom Volker. Hast du auch einen Wein mal, wo du sagst, das ist mein Wein oder sind das viele? Boah, sind viele, es ist immer der besondere Anlass auch. Ne? Also in so einem Klarett steckt genauso viel Liebe.
und Handwerk drin wie in der Cuvée X oder in einem Kirschgarten Spätburgunder. Und sonst ist aber, ja, denke ich, unser aller Steckenpferd, wo wir das allermeiste Augenmerk, oder nee, das allermeiste Augenmerk nicht drauflegen, aber die, was wir am liebsten trinken dann, wenn es drauf ankommt, ist dann doch unser Spätburgunder auch. Als du an, ja bitte? Trinkt im Sommer einen anderen Wein als im Winter, oder? Und zum Gänsebraten trinkt man einen anderen als zum, was denn, zur Tafelspitz, oder? Also im Sommer trinken wir andere Weine, dann macht man was Frisches, was Durstlöschendes, was Spaß macht, was Lust aufs nächste Glas macht, was nicht zumacht, was keine Bitterstoffe hat. Und genau sowas ist dieser Wein. Weil die Rebsorten, die da im Einsatz sind, die sind eben genau so strukturiert oder haben genau die Merkmale, dass sie diese Bitterstoffe nicht bilden. Der ist nicht stumpf und kurz, sondern der läuft. Der löscht einen Durst. Und im Sommer hat man halt Durst, oder? Wenn es 30 Grad im Schatten ist und man sitzt irgendwo draußen im Schatten oder in der Sonne, dann braucht man irgendeinen kühle, frische Wein, der läuft und man Lust aufs nächste Glas kriegt. Und das Glas ist sofort leer getrunken, oder? Weil der Durst halt größer wird. Stefan, du hast einen Weißwein noch mitgebracht. Was ist da drin? Ja, das ist jetzt auch ein frisch gefüllter hier. Man kann mal aufs Etikett schauen. Ein Sauvignon Blanc, auch von 2021. Das sind immer so die zwei ersten Weine, die wir füllen. Ja. Claret und Sauvignon Blanc, die brauchen kein langes Hefelager. Die strotzen vor Frucht und die brauchen wir jetzt im März, April, wenn es dann in der Pfalz warm wird. Dann werden die auf den Terrassen getrunken. Haben auch so einen schönen Schraubverschluss. Kann ich mir einen Gefallen machen, dass er vielleicht nur dem Frank mal was gibt? Weil das ist Wahnsinn, wenn ich so viele Weinspezialisten nebeneinander habe. Und ich möchte mal gerne, dass der Frank ihn mal kurz beschreibt, wenn du ausnahmsweise mal... Kriegt er exklusiv eingeschränkt. Danach könnt ihr sofort, weil ich sehe schon, ihr seid ganz wissbegierig, die Flasche hat auch schon eine Einfärbung, richtig? Die ist so leicht gelblich, die Flasche selber? Ja, das hängt aber mit anderen Dingen zusammen. Das nennt, der Franzose beschreibt diesen Farbton als Feuille Mort, Todesblatt. Ja. Okay, man könnte sich vorstellen, Herbstlaub sieht so ähnlich aus. In der Pfalz ist es ein bisschen dunkler, aber in Frankreich. Okay. Es ist das Treffen der etwas anderen Art. Bitte beschreibe mal den Wein. Ja, also Sauvignon Blanc, ganz typisch, schon im Duft erkennbar, jede Menge Stachelbeerfrucht, expressives Bouquet, ein bisschen Buchsbaum dahinter, ein bisschen Tomatenblätter, leicht grasige Noten. Ist aber alles nicht drin. Ist alles nicht drin? Alles nicht drin. Nein, das ist so duftet er nur. Drin ist hoffentlich nur Sauvignon. Nur Sauvignon, nur Traube. Volker, bitte, du mal. Nee, alles, ich bin voll dabei. Ja. Du bist voll dabei. Nur das, sag mal, er ist sehr aromatisch und das ist auch unser Ziel beim Sauvignon Blanc. Die Weine sind im Edelstahl ausgebaut und das Edelstahl lässt keinen Sauerstoff zum Wein im Unterschied zum Holzfass. Das bewahrt die Frucht, also mit dem Edelstahl kann man die Frucht auf die Spitze treiben und das tun wir bei beiden Weinen hier ganz absichtlich. Und da passt auch die Jugend dazu und deswegen füllen wir die auch schon so früh, weil das ist einfach eine schlüssige Sache. Das ist ganz... die muss man einfach nur probieren, da braucht man nicht viel Worte machen. Das macht, ja, aber es hilft ja nichts, wir sind ja im Fernsehen. Ja, ich muss ja den Leuten ein bisschen beschreiben. Ja. Das ist das Geschmacksfernsehen, da arbeiten wir dran. Wohlschmeckend, animierend, das macht Lust. Wie gesagt, was wir vorhin hatten, der macht bei jedem Schluck Durst und sag mal, Lust auf mehr. Kann man, wenn man hierher kommt, dich erleben auch? Bist du auch schon mal hier? Ich bin immer da. Du bist immer da? Aber nicht hier. Nee, also das geht halt nicht, ja. Aber wenn einer mal fragt, wenn du zufällig da bist, kann er dich mal sehen? Also mich gibt es nicht zu kaufen. Ist das gut, den Frank zu haben, so ein Weinkenner wie den Frank, oder ist das manchmal eine Herausforderung, dass er euch schon mal die Wahrheit sagt? Das ist klar, das darf er ja. Also das ist ja, genau, wir füllen sowieso das, was uns am allerbesten schmeckt. Und das passt meistens. Es machen viele Winzer, also es gibt ja viele Jungwinzer, die machen die Weine für sich selber. Das ist euer Konzept, also die müssen euch schmecken und das, was nicht, das, was übrig bleibt. Sowieso, genau. Ist das wirklich das Konzept? Die müssen euch schmecken, dass das übrig bleibt? Ja klar, so ist ja das alles entstanden. Ja, man hat ja Weine für sich selbst gemacht und wenn der Geschmack eben gut ist, dann entstehen halt auch Sachen, die anderen Leuten auch schmecken. Und so gibt es
spricht sich das immer weiter. Ihr seid der Taktgeber. Normal machen ja Leute Marktforschung, proben, was den anderen schmeckt, passen sich an. Genau, wir sind quasi der Taktgeber, ja, sozusagen. Stimmt das? Schon, oder? Ein bisschen? Ja, also... Das muss auch sein. Wir sind klein genug, damit wir uns das leisten können. Also nicht mit dem Strom. Wir sind klein genug, weil wir machen Wein, wie wir ihn wollen, und suchen uns die paar Leute, die ihn dann helfen beim Trinken. Oder? Die helfen beim Trinken. Aber das ist doch Teil des Konzeptes. Ihr seid, ihr könnt euch das erlauben, ihr erlaubt euch das auch. Wir haben das Glück, dass wir keinen abartigen Geschmack haben, sonst könnten wir es uns nicht erlauben wirtschaftlich. Aber es läuft eigentlich ganz gut zusammen. Also es gibt viele Menschen, die unseren Geschmack teilen und es auch gut finden, was wir tun. Und wir haben das Rad da in eine gute Richtung weiter gedreht. Glaube ich, gilt auch ein bisschen für die Weinbranche. In der Pfalz, in Deutschland, also wir sind schon ein anerkannter Qualitätsbetrieb, aber wir sind trotzdem, nach welchen Maßstäben soll man denn vorgehen, wenn nicht nach den eigenen? Also wenn ich dann erst eine Studie brauche, dann habe ich doch eigentlich, da bin ich ja schon im zweiten Glied. Wenn ich dann erstmal fragen muss, was der Weintrinker will, ich muss doch aus eigener Überzeugung sagen, hier, mein Wein ist klasse und probier den mal. Das hast du auch im Lebensmittelbereich selten. Da wird ja oft Marktforschung bis zum Anschlag betrieben. Aber nicht in der Weinbranche. Also in der Lebensmittelbranche ist das ein ganz anderes Thema, weil du kannst viele Sachen in der Lebensmittelbranche halt industriell erzeugen. Und Wein kannst du einmal im Jahr machen, nach Gegebenheiten, die dir die Natur vorgibt. Und es ist aber wichtig, dass jeder Betrieb seine eigene Philosophie hat. Und dann konsequent diese Philosophie auch verfolgt und umsetzt. Und wenn diese Philosophie Erfolg hat, dann bringt oft der Erfolg den nächsten Erfolg noch mit und es wird so ein Selbstläufer. Aber die erfolgreichen Betriebe haben alle eine Philosophie, eine persönliche Handschrift in ihren Weinen, eine persönliche Stilistik, die sich stringent durch alle Weinqualitäten durchzieht. Und wie lange schaffen wir schon zusammen? Schon sehr lange. Aber zum Thema Philosophie, Entschuldigung, das ist etwas, was nach hinten entsteht. Man tut viele Dinge. Ja. Was ich vorhin gesagt habe, Wein ist ein Mosaik und da gibt es einfach viele kleine Steinchen, die am Schluss das Bild Wein machen. Und ein Stück weit ist Natur gegeben. Das ist halt hier in Laumersheim so. Das ist in der Lage, im Kirschgarten so oder im Kapellenberg anders. Das sind die naturgegebenen Sachen. Was ich da pflanze, das dauert 30 Jahre, 20 Jahre, so lange ist der Weinberg da. Das ist auch eine Zeit festgelegt. Und das, was ich jährlich neu denke oder woran ich meine Entscheidungen festmache, das sind auch Dinge, die ganz stark das Endbild prägen. Und das, was ich da entscheide, das hängt natürlich auch von meinem Kopf ab. Oder von meiner Zunge, wie ich das beurteile, was ich da denke dazu. Ja? Bin ich entsetzt und sage, um Gottes Willen, das ist viel zu sauer oder das ist viel zu gerbstoffreich oder das ist so oder so oder so. Deswegen ist der Horizont, sage ich jetzt mal, das, was man denkt beim Wein, auch ein ganz großes Stück in diesem Bild. Und deswegen ist auch jeder Wein von jedem anderen Winzer hier aus der gleichen Weinbergslage anders, das heißt nicht schlechter, sondern einfach anders. Und das ist das Thema beim Wein. Die Welt ist bunt und es ist auch nicht planbar. Das ist also, wie soll ich sagen, man kann nicht antreten und kann sagen, ich mache jetzt einen solchen Wein, der so schmeckt. Das geht nicht. Die Natur, die spielt immer eine große Rolle. Und man selbst ist nur der Interpret, ohne dass man weiß, wo es rauskommt. Aber wenn man mit seiner Erfahrung arbeitet, dann weiß man schon, dass man nichts verkehrt macht. Aber der Punkt, wo man rauskommt, der ist offen. Und das ist dann auch ganz spannend, jetzt in dieser Zeit die Weine zu probieren. Das ist also der Lohn von einem Jahr Arbeit, von einem Jahr auch von vielen Entscheidungen. Gehen wir jetzt, gehen wir später, was machen wir, selektieren wir oder nicht. Und dann kommt was raus. Und das ist das Ding, was wir jetzt probieren. Und das ist einfach kein Produkt in dem Sinn, dass wir es so gewollt haben. Und deswegen ist es auch nicht nur die Philosophie nach vorne, sondern im Rückblick ist die Art und Weise, wie man mit diesem ganzen Thema Wetter, Klima, Boden, Rebstock, Pflanzen, Erntezeitpunkt umgeht. Auch manches ist einfach auch vom Zufall geprägt. Aber Hauptsache ist, dass am Schluss was steht und man sagen kann, jawohl, die Arbeit hat sich gelohnt.
Als du angefangen hast, 80er Jahre, Leute haben wirklich gelacht darüber, was ihr gemacht habt am Anfang? Na, sie waren immer freundlich. Ja. Nee, es war halt... Man, also unser Kunde hätte nicht gelacht. War, nee, war eigentlich entspannt. War jetzt nicht. Es war genau die richtige Entscheidung damals, denkst du? Ach ja, ich meine, wir waren immer nah am Puls der Zeit und haben gesagt, okay, das könnten wir so machen. Das war nie völlig verrückte Planung. Wir haben jetzt nicht angefangen, haben sizilianische Rebsorte gepflanzt oder südfranzösische, sondern wir haben mal in Burgund und in, dort haben wir mal verglichen, was haben die so im Angebot und haben geguckt, wie verhält sich es im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten und haben mal Schritt für Schritt. Das Problem ist halt nur, sie haben jedes Jahr haben sie halt nur einen Versuch. Oder? Das ist das Problem. Und ein Weinberg, wenn er gepflanzt ist, steht er halt 20 Jahre. Das heißt, so furchtbar viele Versuche, wie ein Koch zum Beispiel, der jeden Abend ein neues Gericht dreimal kochen kann, wenn er Lust hat, die haben wir nicht. Da sind die Zeiträume halt größer. Du machst einen entspannten Eindruck, das gefällt mir. Also ich bin gerade total zufrieden, was wir da wieder abgefüllt haben. Ja. Wir haben gerade also ich bin auch super zufrieden. Es zeigt, dass 2021 kein schlechter in vielen Medien auch schon wieder tot geredet wird. Aber es ist einfach, wenn man gute Arbeit geleistet hat, hat man auch gute Produkte erzeugt. Und das hier überzeugt mich total. Und man muss noch einmal ganz klar formulieren, jetzt beispielsweise Sauvignon Blanc, die Knipsers, die haben Pionierarbeit geleistet. Als die in den 80er Jahren mit Sauvignon Blanc angefangen haben, war das überhaupt kein Thema für Deutschland. Und heute springen alle auf diesen Sauvignon Blanc-Zug auf, weil er modisch ist, weil er gefällig ist, weil er oft auch leicht zu verstehen ist. Aber das hier ist ein super klarer, super typischer Sauvignon Blanc, der in seiner Jugend schon enorm viel Spaß macht, der im Sommer mit seiner Spritzigkeit, mit seiner zarten Mineralität, mit seiner Süffigkeit einfach ein breites Publikum ansprechen wird und sein, muss man nochmal auf den Punkt zurückkommen, sein Geld mehr als wert ist. Das ist ja auch wichtig, also dass man Weine produziert, die bezahlbar sind, auch nach mehr schmecken als sie kosten, das ist Teil des Konzeptes von Frank. Die Weine gibt es bei Masterwein. Nimmt der Frank denn genug ab für eure Verhältnisse? Oder könnte es mehr sein? Wir können ihn nicht davon reden. Nee, es ist ja so, dass die Weine aber sind halt schnell vergriffen. Aber, ja, das aber, ist ja so. Nee, gut, dass mein Hemd. Schnell, dass mein Hemd. Genau, ich finde das ja wichtig. Also es ist phänomenal. Also ich habe selten so ein Gespräch geführt wie hier. Wir haben auch drei Generationen, nee, eigentlich nicht zwei. Das ist dein Bruder, richtig? Ja, immer noch. Du hast eben erwähnt, du bist der Ältere, oder? Nee. Tatsächlich, doch. Tatsächlich bin ich der Älteste. Aber was kann man machen, oder? Ich bin halt am ersten geboren. ihr seid, wie viele Brüder seid ihr? Zwei. Ja, zwei. Beide dann. Stefan ist der Sohn. Ja. Aber nicht von den beiden. Nee, von dem? Hätte nicht geklappt. Okay. Cool. Stefan, Wahnsinn. Aber ja, das ist doch so, Frank, so stellt man sich doch das vor, wenn die Leute sehen, dass die ganze Family mitmacht, Familienbetrieb? Ja, also das ist, glaube ich, in vielen, vielen Weinbaubetrieben so, Gott sei Dank so, dass auch die Erfahrung und das Know-how weitergegeben wird auf die nächste Generation, weil Wein ist halt nun mal eine spannende Branche, eine sexy Branche, eine genussreiche Branche. Und ich habe Verständnis für Nachfolger von Winzern, die mit der Sache nichts zu tun haben wollen, weil sie ganz einfach anders ticken, ja, weil sie vielleicht technisch geprägt sind und weniger dem Genuss oder weniger auch der Landwirtschaft. Muss man immer wieder sagen, Weinbau ist Landwirtschaft, da nichts dran finden oder weil sie sich nicht so abmühen wollen oder nicht den Unbilden des Wetters ausgesetzt fühlen wollen. Aber ich finde es klasse, wenn im
in der eigenen Familie es Nachfolger gibt, die sich dafür begeistern, die es übernehmen und diese Entwicklung eines Weinguts fortsetzen. Und das hier ist vorbildlich gelungen. Ja, fast nach Dienstag. Normalerweise wärt ihr ja jetzt am Rumspringen und so weiter. Trotzdem, der Termin hat sich gelohnt. Ihr seid ein lustiges Völkchen. Also euch lässt auch wirklich nichts, ich sag mal, die Freude am Wein irgendwie vergehen. Die Kunden haben es euch auch vergönnt, muss man sagen. Ihr habt unglaublich viele treue Kunden. Normalerweise im Sommer ist hier voll. Kann man hier auch verkösten? Wie funktioniert das hier, wenn ich herkomme? Also jetzt mal Weine probieren möchte. Das heißt, man kann sagen, ich möchte ihn gern trinken und geht abends raus. Oder zahlt man dafür? Gott sei Dank ist Laumersheim so ein bisschen ab vom Schuss. Das heißt, die Leute kommen wirklich gezielt, interessieren sich für die Weine, wollen verkosten und was mitnehmen, was kaufen. Und deswegen ist jeder Wein bei uns zu probieren. Verfügbar. Verfügbar. Auch bei dir, Frank, muss man sagen. Du bist in der Kreppstraße in Völklingen. Einmal hast du deinen stationären Vertrieb. Dann hast du aber einen riesen Versand. Du versendest versandkostenfrei ab 79 Euro. Und ich muss jetzt irgendwie das Ende finden, sonst moderieren wir heute noch bis um... Also kommt selber her entweder oder kommt zum Frank oder bestellt online bei masterwein.de. Wie hast du die Namensänderung erfahren? Zu Masterwein? Ja, zu Masterwein. Vom Frank. Nee, ich meine, selbst als du es gesehen hast, hast du geweint ein bisschen? Nee, ich habe nicht geweint. Ich respektiere das immer, ja. Wenn das so, also was ich schätze, ist der Frank. Ja. Und das weiß ich, wenn er antworten muss, dann ist auch gut. Sau gut. Also was ich jetzt mal sagen will noch, wir sind hier sehr privat zusammen und hier läuft eine Kamera, die ist öffentlich. Das sind wir eigentlich nicht so gewöhnt. Ja. Also, trotzdem, ihr seid nahbar. Das ist ein Einblick in unser privates oder in unser familiäres oder, nee, auch nicht richtig, wie soll man ja, sagen? Wo wir schon dabei sind, du hast auch schon Kinder? Ich habe auch schon Kinder, ich bin schon groß. Ja. Du bist schon groß. Ja, Kinder, die sind, eine Tochter, die ist auch schon erwachsen. Auch schon erwachsen. Genau. Die hat gerade Abitur gemacht. Ich habe gerade Abitur, ja. Alt bist du? 46. 46, okay, also quasi... Also als Jungwinzer gehe ich auch schon immer durch. So, und die Tochter, die interessiert sich hier für den Betrieb? Ja, das entwickelt sich alles, ja, genau. Abitur erstmal. Man soll erstmal ein bisschen warten, ein bisschen reif werden. Tolle Familie, Frank. Ich weiß gar nicht, wie ich hier die Kurve kriegen soll zum Ende. Wir müssen irgendwann mal... Es gibt einen Ausschalter. Ich hole mal einen Ausschalter, komm. Genau, wir machen das Ding aus, dann essen wir noch was hier. So, dann sag mal Tschüss, bitte. Tschüss. Aller gut. Aller gut. Tschüss. Tschüss. Aller gut.